Moin zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mich schon mal gut hören und gleich auch den Frank. Ich muss sagen, das ist jetzt hier eine Premiere mit der Technik. Falls also gleich irgendwas im, mit dem Ton falsch sein sollte, falls jemand zu laut oder zu leise ist, schreibt ihr das einfach in den Chat. Achso, und äh, genau, Musik konnte dieses Mal nicht abgespielt werden. Äh, noch ein kleiner Tipp an diejenigen, die jetzt so gesehen neu hier bei sind: Das ist nicht der. Donnersender und auch nicht das Darknet. Deswegen müsst ihr hier ein bisschen aufpassen, wie ihr euch ausdrückt. Hier wird relativ viel natürlich zensiert in einer Richtung. Aber wir haben auch für auch Moderatoren. Aber es sollte ja im besten Fall gar nicht nötig sein. So, aber jetzt erstmal Moin Frank, willkommen. Ja, hallo. Ist für mich alles ein bisschen ungewohnt, auch mal irgendwo zu Gast zu sein. Normalerweise mache ich das ja immer. Aber es ist sehr angenehm, weil man sich um nichts kümmern muss. Die Last und die Bürde liegt euch im dir. Das ist wirklich praktisch. Genauso habe ich nämlich letztes Mal andersrum gedacht. Ja, wir können das ja gerne abwechselnd halten, das Format dann. Ja. Also nur die Zuschauer, das Problem, dass sie sich immer neu anmelden müssen. Ja, wir werden dann jetzt da weitermachen, wo wir quasi letztes Mal aufgehört haben mit unserer Reaktion auf den Schattenmacher und Proletopia. Letzterer streamt auch auf Twitch und weiß über Twitter auch, dass wir heute über ihn sprechen. Es könnte also passieren, dass er im Chat vorbeischaut. Wenn ja, muss mich unbedingt mal jemand verlinken, damit ich das nicht verpasse. Und ihr könnt gerne sagen, ähm, ob hier es noch Tonprobleme gibt. Ah, ich habe schon gerade gehört, Frank war doppelt zu hören. Jetzt mhm. sollte es aber funktionieren. Du sagst noch einmal kurz Probeweise etwas. Ja, ich könnte jetzt äh, einfach spontan eine anderthalbstündige Parteitagsrede halten, wenn das gewünscht ist. <laughs> Sehr gut. Ich hoffe, ähm, Frank ist jetzt auch nicht zu leise. Ansonsten werde ich mich nämlich gleich etwas leiser stellen, damit das passt. Wir können es nur nicht mehr lauter machen. Gut, ja, reicht schon. Steht im Chat. Sehr gut. Ich würde sagen, dann werden, wir <laughs> Sehr gut. dann werden wir das direkt so machen wie letztes Mal. Wir haben ja hier beide das Video offen und können jederzeit. Da stoppen, wo wir was zu so sagen wollen. Genau. Ich würde sagen, Frank, dir gebührt der erste Klick. <laughs> das ist auch nett. Das muss ich gerade mal gucken, was schon gleich der vor -Effekt. Ah, hier ist es. So, dann legen wir los, ja? Genau. Alles klar, und los. Ja. Ich, sollte man, kann man besser machen, kann man demokratisieren, finde ich besser. Aber das ist jetzt nicht das Hauptproblem, das ich habe. Das Hauptproblem, was ich habe, sind Konzerne. Das Hauptproblem, was ich habe, sind Leute, die sich in die Demokratie einmischen, die Lobbyismus betreiben, die die Demokratien aushebeln. Das sind Leute, mit denen ich Probleme habe. Okay, ja. ich würde auch zustimmen. Mein Hauptproblem, sage ich mal, mit, mit großen Besitzern von Firmen aber mit sehr reichen Menschen ist nicht so sehr ihr Reichtum. Das ist, wenn, dass sie den, 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 den Weg der Wirtschaft verlassen und Politik aktiv gestalten. Das sehe ich auch als eher oder aktiv Politik und Kultur gestalten. Das sehe ich als das Gefährlichste an. Ähm, aber wir sind uns, denke ich, eher uneinig darüber, ob es äh, nützlich und vertretbar ist, dass es Betriebe an sich in nicht demokratischer Weise gibt. Ich persönlich denke ja. Ich sehe das Problem eher bei deren Einmischung in die kulturelle Sphäre und, äh, also ff, zum Beispiel, wie, wie, wie Werbung das Ganze ändert, wie, wie Plattformrichtlinien die Kultur ändern. Das finde ich viel schlimmer als die Tatsache, dass jemand eine, ich weiß nicht, Fabrik für Kupferrohre besitzt und von mir aus 100 Millionen Umsatz pro Jahr macht. Der, der ist mir nicht sehr suspekt. Vor dem habe ich keine große Angst. Ich weiß halt, dass, dass sein Feld so. Äh, eingeschränkt ist und dass äh, seine Form der Dominanz und Herrschaft äh, so spezifisch ist, dass ich damit noch leben kann. Ähm, naja, aber ja. er, er spendet an politische Organisationen, die sich dann dafür einsetzen, äh, gewisse Thinktanks dafür zu beauftragen und zu bezahlen, dass die wiederum Medien beeinflussen, damit das wieder ihm zugute zurückkommt. Ja, das wird sicherlich passieren. Das ist das, das, also, ist das Problem. Äh, klar, ja. Auch aber, wenn er Pupferrohre herstellt. Irgendwann hat seine. Äh, Macht Auswirkungen darauf, dass Politik gemacht wird gegen seine Arbeiter, die er da anstellt. Also ja, erstmal. Damit er besser davon kommt. Okay, Zum also Beispiel Steuersenkungen für ihn und keine Steuersenkungen für seine Arbeiter. Oder einfaches Beispiel hier. Ja, das ist ja so ein typisches Problem. Ähm, ich meine, ich, ich kann die Kritik ja nachvollziehen und die ist ja auch berechtigt und richtig. Wenn du in irgendeiner Art und Weise an Geld kommst, an Mittel kommst dann geht das ja in aller Regel auch mit einer Art von Macht einher. Du kannst mit Geld Dinge kaufen, du kannst äh, dir etwas leisten, möglicherweise auch Leute bestechen, wenn man es äh, böswillig formulieren will. Aber äh, ich weiß nicht oder ich, ich glaube nicht, dass man dieses Problem irgendwie beheben könnte, es sei denn, du wärst jetzt in einem Staat wo von Staats wegen es Unternehmern ab einer bestimmten Kapitalisierung verboten ist, politisch aktiv zu werden. Aber wie, wie soll man das denn praktisch umsetzen? Das ist meiner Ansicht nach, funktioniert das überhaupt nicht. Also das ist ein Grundproblem, das immer bestehen wird. Und ich glaube nicht, dass ich das in irgendeiner Art und Weise demokratisieren ließe. Das geht meiner Ansicht nach einfach überhaupt nicht. Ja, ich halte das auch für ziemlich utopisch. Also zumindest im Praxis, in der Praxis ist es kaum durchführbar. Es gibt ja auch diesen alten Streit, ob Politiker einfach so gut bezahlt werden sollten, dass es nicht möglich wäre, sie von der Wirtschaft zu kaufen. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Leute, die sagen nein und im Gegenteil, sie dürfen aber eben nicht in irgendeiner Art, ja, mit irgendeiner Firma oder sonst zu tun haben. Ich, ich finde, das geht ziemlich an der Realität vorbei. Also, ja. ich glaub, da sind wir uns ziemlich einig. Das, auch das wenn es natürlich ein, ein reales Problem ist. Ja, ja. ja das geht, glaube ich, auch überhaupt nicht. Ich meine, das kennen wir ja jetzt aus der Vergangenheit oder aus praktischen Anschauungen, wie das funktioniert. Dann sind diejenigen, die jetzt in irgendwelchen Landtagen sitzen oder im Bundestag oder sogar ein Ministeramt haben, die sind dann nicht aktiv in irgendeinem Unternehmen. Aber die wissen natürlich ganz genau, wenn sie dann aus dem Amt ausscheiden, dann haben sie vielleicht einen Monat, zwei Karenzzeit oder ein halbes Jahr oder was auch immer da jetzt äh, für, die, für das schöne öffentliche Bild gemacht wird. Aber danach haben sie dann halt irgendwo einen Aufsichtsratsposten oder sogar einen Geschäftsführerposten oder sonst irgendwas. Das kann, du kannst ja, du kannst ja nicht sagen, wenn du jetzt politisch irgendein Amt inne hast, dann darfst du für den Rest deines Lebens nicht mehr als Unternehmer oder als Aufsichtsrat, Aufsichtsratsvorsitzender oder sonst irgendetwas tätig sein. Das, das lässt sich ja praktisch nicht umsetzen. Das ja. heißt, das, das ist etwas, das auch für mich zu diesem lebensrichtigen Menschenbild gehört. Ich, ich gehöre auch zu denen, die sagen, also man, also es gibt ja die Leute, die sagen, äh, Politik soll bis hoch zum Bundestagsmandat irgendwie ihren Amt sein und die Leute sollen normal arbeiten, das halte ich für unfug. Ich bin schon der Meinung, dass die Leute voll äh, Zeit Politiker sein sollen und auch das muss man denen einfach lassen. Und ich gehöre auch zu denen, die sagen, Politiker müssen angemessen entlohnt werden. Und da will ich auch nicht über 1000 Euro im Monat streiten. Ja, das sind immerhin die, sage ich mal, 600 oder inzwischen 700, 800 Abgeordneten, die äh, über dieses ganze Land entscheiden. Jetzt von den ganzen Behörden und diesen Moloch mal abgesehen, also ob die jetzt 8000 oder 10.000 verdienen oder Minister, Minister dann entsprechend noch mehr, darüber will ich mich nicht streiten. Ähm, ich glaube nämlich auch, dass wenn man denen jetzt 50 oder 100.000 im Monat Bezahlen würde, dann gibt es immer noch genügend äh, von diesen Typen, die sich trotzdem immer noch schmieren lassen. Also, das äh, wird damit nicht zu beheben sein. Das ist eher ein, äh, ein äh, wie soll ich sagen, Mentalitätsproblem. Da müsste man andere Regeln schaffen, aber das lässt sich nicht über die Bezahlung aushebeln. Ja, das Letzte ist genau mein Argument, was ich diesen Leuten dann bringe, weil ähm, es ist ja utopisch, wie viel soll man denen bezahlen, dass äh, man diese, diese. Es geht, geht halt gegen die menschliche Natur. Viele sind nun mal käuflich, viele sind bestechlich. Ja. Viele es würden ja auch, es würden ja auch keiner mehr in die Politik gehen, wenn man immer mehr Regularien einführt, dass sie dann das und das und das nie wieder ausüben können. Also mhm. halte ich äh, gerade jetzt im Sinne von Demokratie eigentlich für unmöglich. Also wüsste ich. Keine Lösung für. Ja. Ja. ja, aber das Problem ist natürlich da. das ist vollkommen Also erkannt haben sie das äh, natürlich richtig. Das ist ein Problem, aber ich, gut, ich weiß nicht, wer da eine Lösung hat, der möge sie mitteilen. Ich habe keine. Ja. Was so man natürlich machen kann, ist so, wie sie es jetzt halbwegs angegangen sind mit diesen ganzen Transparenzregeln, dass wenn man irgendwo noch äh, Vorträge hält oder nebenberuflich oder als äh, was auch immer für ein Unternehmen oder für eine Branche irgendwo tätig ist, dass das dann angegeben werden muss. Ja, völlige Transparenz quasi. Genau, nur da siehst du ja trotzdem nicht, ob es Absprachen mit irgendeinem einem Konzern gibt, der, wo es dann heißt, naja, du machst jetzt mal vier Jahre lang oder fünf Jahre lang für uns äh, Politik und danach hast du bei uns einen, einen schönen Ruheposten im Unternehmen, ne? das, das steht ja nirgends. Im Chat fällt gerade so schön, die Lösung wären volkstreue Politiker. Aber ja, da sind wir ja genau bei dem Thema mit äh, ja. Praxis und Theorie. Man hm. kann ja auch äh, nicht, das ist ja wie mit, äh, wie mit allem in der Gesellschaft, man tauscht ja nicht das komplette Personal aus. Wie, wie soll man es auch machen? Haben, ist, nicht, ist nicht möglich von der Kopfzahl her. Und ähm, ja, ich denke auch, also dass äh, da die, die menschliche Natur steht dem sehr im Widerspruch. Und man bräuchte vor allem, wie ich auch immer sage, so eine erstmal so eine gesellschaftliche Veränderung, die dann natürlich über einen langen Zeitraum wirken müsste, dass überhaupt die Leute mal wieder weniger in diesem äh, Egoismus denken, wie wir das jetzt ja antrainiert bekommen haben. Aber okay. da reden wir ja dann von Utopien oder von Gebilden, die über äh, viele Generationen halten müssen. Man sieht es ja jetzt genau andersrum, wie es jetzt alles geworden ist. Ne? Das äh, ging ja auch nicht von heute auf morgen, dass wir jetzt den ganzen Salat hier haben, um es jetzt mal so salopp auszudrücken. Ja. Ja, Wo so ist das. Ja, sagen wir erstmal weiter? Mhm. Jetzt. Oder okay. Subventionen für ihn und keine Sozialstaat für die Arbeiter, Beispiel. Das Problem ist, ich sehe halt am Unternehmer, an der Figur des Unternehmers immer noch positive Aspekte, also das, da ist auch viel Nützliches dabei. Ähm, ich denke, man würde viel Nützliches Verlieren, wenn man einen äh, Betrieb konsequent demokratisieren würde. Äh, wahrscheinlich mehr, als man äh, gewinnen würde, gesamtgesellschaftlich gesehen. Das ist meine Einstellung. Ich denke, man muss dieses Problem eher dadurch lösen, dass man sehr viel klarer die Schnittstelle zwischen Geld und Politik kappt. Ähm, da strebe ich kulturelle Lösungen an. Also, äh, also, wenn ich das mal kurz erklären würde, in meiner Welt, in meiner Vorstellung, ist jemand, der Politiker, wird äh, sozusagen Mitglied eines Ordens. Der wird in seinem Leben nie wieder irgendwas anderes sein. Also, wenn der in Rente geht, geht er in Rente. Wenn der unbedeutend wird, wird er unbedeutend. Aber er wird sicherlich nie wieder in der Wirtschaft arbeiten. Das alleine sichert zumindest ab, dass er äh, nicht direkt bestechlich ist. Das würde diese Revolving Door. Wie wir sie im Kontext von Adelina Baerbock und RWE-Funktionären besprochen haben, das würde dem zumindest mal einen Regel vorsetzen. Das würde nicht äh, vorkommen. Ob das jetzt doch schon eine hinreichende Lösung ist, das weiß ich nicht. Das Problem ist, was du anstrebst, nämlich an, die Demokratisierung der Betriebe. Ich denke einfach nicht, dass das viele Probleme löst, weil ich denke nicht, dass, im also, dass die Demokratisierung an sich was Gutes ist. Ich sehe Demokratie skeptisch. Ich denke, da ist nicht alles schlecht dran, aber man muss sehr aufpassen worauf sich die Demokratie gründet und wie sie sich dann am Ende gestaltet. Denn ich glaube nämlich sonst, dass das funktioniert nicht. Aber du kannst dir ja mal gerne beschreiben, wie du dir deine Lösung vorstellst. Naja, ich, ich, ich denke, dass deine Lösung, die du gesagt hast, dass du dieses Revolving Door-Prinzip quasi verunmöglichst, ja, dort wirst du nie hinkommen, weil die Macht nicht bei dir liegt, sondern die Macht äh, liegt bei den Leuten, die dieses System so mögen, wie es ist. Und äh, sogar noch gerne, also sogar gerne hätten, dass das System noch mehr so ist, wie es, also, dass es noch schlimmer wird. Ja? Das heißt, du wirst deine Lösung, dass du die, äh, irgendwelche Reformen, irgendwelche Verbote, irgendwelche Einschränkungen, das wird nicht durchgehen. Das ist vollkommen unmöglich. Das ist nicht durchsetzbar. Okay, aber das ist ein Real also mag sein. Das heißt, das Einzige, was man machen kann, ist die, um das zu verhindern, ist, diesen Leuten ihre Macht wegzunehmen. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Und der einzige Weg, wie du ihnen Macht wegnehmen kannst, ist, indem du ihnen wegnimmst, was ihnen Macht gibt. Und das ist ihr Kapital. Nichts anderes. Ja. Und. und ah, ich gucke ja, ja mal wir... <laughs> Ja, genau. <laughs> ja, dann ja. du zuerst. Ja, was ähm, der, der Schattenmacher da gerade ansprach, als er da die Politiker mit einem Orden vergleichen wollte, das ist ja genau das, was ich meinte. Wäre, wäre schön, wenn wir eine äh, gesellschaftliche Mentalität hätten, die sowas überhaupt. Mit sich bringt. Wurde auch gerade ja im Chat geschrieben, ich übersetze das jetzt nur mal ein wenig anders, von wegen, dass sich langfristig eben auf die Kultur und das ganze gesellschaftliche Miteinander ausgewirkt werden muss. Und das geht natürlich über die, über die Politik, wobei das geht natürlich insbesondere über die Institutionen, über die, über die Medien, also über alles das, was uns ja jetzt mit dem Gegenteil beschallt. Also ich stehe ja hinter der Idee vom Schattenmacher, nur da sind wir natürlich jetzt so weit von weit weg. Ja, 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 das sehe ich auch so. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, Ideen, die zunächst einmal unkonventionell erscheinen, erscheinen ja nur deswegen so, weil wir etwas anderes gewohnt sind. Deswegen sind sie ja unkonventionell. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es äh, total unrealistisch ist. Ne? Also die Frage ist ja, also ich versuche mich immer so ein bisschen, oder das habe ich mir zumindest angewöhnt, ähm, über solch unkonventionelle Ideen, nicht aus meinem aus der ich sag mal jetzt Position heraus nachzudenken weil dann ist es immer dann wirkt es natürlich immer erstmal befremdlich sondern immer erstmal zu prüfen ist das etwas das grundsätzlich auf regionaler nationaler und dann auch auf internationaler Ebene in irgendeiner Art und Weise praktikabel ist ja und da sehe ich alleine schon äh, größere Probleme weil wenn du Leuten Egal, ob es jetzt beim Schattenmacher ist, bei Politikern oder beim Erwin in Sachen von Unternehmern, bestimmte Vorgaben machst und die wissen danach, ist, ich sag mal, ihr, nicht ihr Leben rum, aber ihr Leben, das sie bisher geführt haben als Politiker oder als Unternehmer, ist dann vorbei. Dann verstärkst du ja den Trend, den man jetzt teilweise schon hat, nämlich, dass die Leute abwandern. Die gehen dann einfach in ein anderes Land. Ein Unternehmer, der Unternehmer war, der bleibt ja dann nicht hier. Oder ein Politiker. Das, ich glaube, das lässt sich praktisch einfach nicht umsetzen. Nee, aber das, das ist das durch, der, durch die globalisierte Welt. Also, selbst wenn wir das so einen kleinen haben, wie du schon gerade sagtest, wenn es dann ja um, um wirtschaftliche Zusammenhänge geht oder um alles, was eben die eigenen Nationen dann wird schwierig, weil wenn überall anders ja dann logischerweise da nicht mitgezogen wird, dann haben wir eben das mit der Abwanderung, weil dann suchen sie sich ja den Ort, wo es weniger diese Regularien gibt. Also zumindest die Menschen, die eben nicht eine äh, Volksgemeinschaft über alles andere stellen, so die werden mhm. das tun. Und dadurch äh, haben wir natürlich da immer noch diese diesen Utopiegedanken, weil wir können ja nun nicht auch noch den anderen sagen, wie die das handhaben sollen. Ja, ja. Das, ja also ich bin das schon das auch. Also Problem. So, ich, ich. ich fühlt er schon ein bisschen, was der Schattenmacher hier anstrebt mit diesem mit diesem Ordensgedanken? Das beißt sich natürlich äh, mit der Demokratie, das ist klar. Aber er hat ja gesagt, dass er davon ohnehin nicht allzu viel hält und dieser Demokratisierungsaspekt vom vom äh, von von diesem Erwin, das ist Puh. Ich, das funktioniert nicht, weil gerade bei Unternehmern, ich glaube, bei Politikern wäre das auch so, aber gerade bei Unternehmern, wenn ich mir jetzt junge Leute vorstelle, die ähm, sich anschicken, ein Unternehmen zu gründen, die leben ja auch oder, die, oder deren Motivation lebt ja auch von einer gewissen Freiheit. Ja? Und wenn du die zu sehr gängelst und ihnen gleich sagst, also du hast jetzt hier eine tolle Geschäftsidee oder du hast ein tolles Produkt entwickelt oder du hast irgendetwas großartig gemacht, und zum Lohn und Dank nehmen wir dein, dir jetzt dein Kapital weg und demokratisieren das, dann sagen die doch, ja, dann äh, rutsch mir einen Buckel runter, gehe ich irgendwo anders hin, mach das dort, ja, wenn ja, ne? ich, ich bin, ich bin der Meinung, dass ähm, was übrigens ja dann der gleiche Effekt wie im Sozialismus wäre, ja. Wäre ja dann bei dieser Form von Demokratisierung, also dass du Kapital ähm, ja sozusagen vergesellschaftest, hast du ja im, im Endeffekt das Gleiche erreicht. Ja? Du, du nimmst einem etwas weg, klar, die, ähm, wie soll ich sagen, die, die Motivation ist gegebenenfalls eine andere, aber im Endeffekt erreichst du dasselbe. Du nimmst jemandem etwas weg, verteilst es an die Gemeinschaft, an die Allgemeinheit und ist doch ganz klar, bei demjenigen, der das erwirtschaftet hat, der das aufgebaut hat, der das entwickelt hat oder was auch immer getan hat, das heißt, der der das äh, ja gemacht hat, dem nimmst du ja die Motivation. Jetzt würde Erwin wahrscheinlich sagen: Ja, das ist ja schön, nur der, ähm, der Unternehmer, der, der das Kapital, die Maschinen, die Firma hat, also der Kapitalist, der braucht aber ja diese Angestellten, weil er es ohne die nicht umsetzen kann. Also ohne die, die jetzt in der Fabrik stehen und dieses Produkt dann letztendlich herstellen, was auch nachvollziehbar ist. Deswegen würde ich eigentlich eher sagen: Ja, gut, so eine, so eine Arbeitnehmerbeteiligung oder so, wie hieß das? Das ist so ein geflügeltes Wort hier. Also, ähm, Eigentum verpflichtet. Das ist eigentlich so eine, so eine Gedankenwelt, so eine Vorstellungswelt aus einer, ich sag mal, Bundesrepublik vor unserer Zeit, die ich noch gut fand. Da müssten wir eigentlich hin zurück. Ja, ich sehe das Problem, wo du gerade den Vergleich zum Sozialismus gezogen hast, eben, ebenfalls darin, dass natürlich diejenigen, die äh, die Idee hatten, denen die, die Firma quasi gehört, die werden das ja immer als Einschränkung in ihre, in ihre Freiheit sehen, wenn, egal in welchem Namen jetzt, ob man es Demokratisierung nennt oder was auch immer, die werden genau. das ja immer als eine Einschränkung sehen, also werden die natürlich woanders hingehen und wie du schon sagtest, klar brauchen die ihre ihre ähm, Arbeitnehmer, aber dann wird natürlich werden die natürlich woanders geholt, wo äh, ja da kommt ja noch da, dann dazu, wo es äh, vor allem auch billiger für den ist, wo sie es mehr, äh, wo es mehr profitabel ist. Mhm. Und da sehe ich also keine realistische Möglichkeit. Äh, außer wir, wir denken jetzt eben einen weiter und sagen, wenn, wenn wir generell da mal eine andere, andere Denkmuster etabliert haben, aber das halte ich ja auf die, auf, auf alle Menschen, auch auf alle Menschen in einem Staat für ausgeschlossen. Und da werden sich immer diese wirtschaftlichen und egoistischen Interessen durchsetzen. Ich ne? glaube. Ja. ja. Okay, sollen wir erstmal weiter vorfahren? Ich, ich habe irgendwo noch eine Frage gesehen. Achso, hier vom, von Kurdi. Weil ich selbstständig war, mein Erleb Erlebnis war BRD und Finanzamt erzählt. Ja, das Problem ist einfach, dass, ins, also spontan würde ich jetzt sagen, eines der größten Probleme ist einfach, dass ähm, diejenigen, die sich selbstständig machen oder die jetzt nicht einen riesigen, eine riesige Kapitalgesellschaft, Konzern hinter sich haben, die sind verhältnismäßig natürlich stärker gegängelt als solche großen Unternehmen, die. Äh, Immer wieder Mittel und Wege finden, wie sie Steuern einsparen können und sonst was veranstalten, Produktionsstätten, Verlagern und sonst irgendwas machen, während der Otto Mittelständler, Selbstständige hier äh, da, da musst du, du musst ja deine fünf, sechs, sieben, achttausend Euro, je nachdem wie dein Lebensstandard ist, Standard ist, musst du verdienen, um überhaupt rumzukommen. ja, und das überlegen sich da natürlich auch viele noch, ob sie sich das noch antun oder ob sie nicht einfach für 2.000, zwei, 2.500 irgendwo arbeiten gehen, geregelte Arbeitszeiten haben und viel weniger Verantwortung tragen und das Geld sicher ist, ja? statt sich da noch mit dem Finanzamt rumzuplagen. Das würde ich so als Einstiegsproblem sehen. Ich würde, ich, mich würde mal interessieren, also da, da diese Position der außen im Menschenbild heraus sein, wird, würde mich mal interessieren, warum genau der äh, Erwin, wenn ich jetzt einfach mal überhaupt glaube, dass das so gut geht. Aber ich meine zumindest, zu den, da kommt noch später was zu. Ne? Mhm. Ja. Okay, da machen wir erstmal weiter. Um ihnen Kapital wegzunehmen, musst du eine Wirtschaftsform aufbauen, die nicht auf Kapital basiert. Also sozusagen, wo nicht der, der Kapital hat, das Ganze Sagen hat und die meiste Macht hat. Ja. Und bist du, deswegen muss man den Kapitalismus abschaffen. Wenn du den Kapitalismus nicht abschaffst, wirst du immer Dudes haben, die oben stehen werden und uns alle bescheißen werden. Immer. Einfach, weil sie Macht haben. Einfach, weil sie können. Und gut, einfach, also, Wie gesagt, reichen. ich denke nicht, dass Macht abgeschafft werden kann. Meine, mein Go-To-Weg, Macht genau. abzuschaffen, wäre durch kulturelle Loyalität. Durch das, von mir aus auch durch die Truppen, äh, irgendwas, was durch Geld nicht einfach gekauft werden kann. Ähm, nicht so einfach, jedenfalls, nicht, nicht, nicht in der Masse. Naja. Ähm, naja, dazu musst du aber irgendwie herausfinden, wie Kultur Menschen ernährt. Weil das Problem ist, wir leben in einer Welt, in der du verhungerst, wenn du kein Geld hast. Wenn du keine Kultur hast, naja, verhungerst du vielleicht seelisch, ja gut, aber. Also, vielleicht nicht zu nicht, nicht so abstrakt werden, weil sonst, sonst verliert sich das Gespräch immer so. Also, du stellst hier ja demokratische Betriebe als die Lösung dessen vor. Oder eine Demokratisierung der Wirtschaft, wenn ich das richtig verstehe. Genau, nur durch eine demokratische Wirtschaft kann die Demokratie, wie wir sie heute kennen, in der wir heute leben, erhalten werden. Ja. Okay, wie, wie, die, wie gestaltet sich ja. so eine demokratische Wirtschaft dann in, in groben Formen oder in groben Worten denn konkret? Also was würde dann passieren sozusagen, äh, also du kannst jetzt entscheiden von mir aus, wie wir dieses Land zu gestalten hätten. Wie würde das so im, im Wesentlichen aussehen? Idealerweise würden alle Betriebe den Arbeitern gehören, die darin arbeiten und nicht irgendwelchen Eigentümern. Das heißt, Amazon würde nicht Jeff Bezos gehören und dem Board of Directors oder wer auch immer da drin sitzt, die ganzen äh, Hauptaktionäre, äh, sondern es würde den Arbeitern, die darin arbeiten, gehören. Ja? Und zwar allen gleichmäßig. Okay. Je je jeder würde vielleicht was anderes verdienen, es würde nicht jeder gleich viel verdienen, äh, weil natürlich ein, ein, keine Ahnung, wenn du... Paketlieferant bist, wirst du nicht so viel verdienen wie ein CEO, das ist klar. Aber der CEO wird auch nicht das 2000-fache verdienen, sondern der wird halt vielleicht das Zehnfache verdienen, das Zwanzigfache, was weiß ich. Ja. Ähm, so ist gewährleistet, dass du schaust, dass es dem ganz unten auch, dass er möglichst viel verdient, damit du mehr verdienen kannst. Ja. ja, das ist ja genau der Punkt. Die Frage ist ja dann, ist das dann überhaupt Demokratisierung oder ist das doch Sozialisierung? Weil wenn du ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen nimmst, das irgendjemand aufgebaut hat oder das auch äh, nach Kapitalrecht organisiert ist, dann gehört dieses Unternehmen ja jemandem und dieser Eigentümer, egal ob das jetzt eine einzelne Person ist, wenn du Selbstständiger bist oder wenn du ähm, was weiß ich ein Handwerksbetrieb bist oder wenn es oder ob das eine, 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 eine Gruppe ist, also ein, ein Vorstand, weil das eine Kapitalgesellschaft ist, dann ist die privatwirtschaftlich organisiert. Und sobald der Staat dann eingreift und sagt, ähm, das gehört euch jetzt aber nicht mehr oder ihr müsst jetzt, obwohl das euch gehört, diese und jene Regeln äh, umsetzen, jetzt mal abgesehen von denen, die es jetzt äh, im juristischen oder nach Finanzrecht oder was auch immer ohnehin schon gibt, dann ist es ja schon eine Form irgendwie von Sozialismus, weil der Eigentümer nicht mehr über sein Einkommen verfügen kann. Also ich sage, klar, er muss Steuern abführen, das ist logisch. Aber wenn der Staat dann zusätzlich auch noch sagt, also das, was dir eigentlich gehört, das, was du erwirtschaftet hast, dein Gewinn, der gehört dir gar nicht, sondern der gehört irgendwie allen, dann ist das, ich, ich habe da so ein bisschen mein Problem damit. Das hört sich zwar irgendwie romantisch an, aber ich weiß nicht, an welcher Stelle man da eingreifen soll und wie das am Ende funktionieren soll. Ich meine... Ab welcher Gesellschaft, ab, ab welcher Unternehmensgröße machst du das denn? Ab welcher Größe sagst du jemandem, der ein Unternehmen aufgebaut hat, das ist schön, dass du deine, deine Lebensenergie da reingesteckt hast, aber dein Unternehmen, das gehört dir jetzt einfach nicht mehr. Das gehört jetzt allen, die bei dir arbeiten. Und sobald du jemanden anstellst, gehört das dem auch. Ich, auch, auch die, die Eigentumsverhältnisse, das ist für mich alles noch ziemlich unklar. Was ist denn mit jemandem, der kündigt? Dem gehört es da nicht mehr. Oder dem. Der hat dann keine Eigentumsrechte mehr oder nur solange er da arbeitet. Und das ist alles irgendwie ein bisschen unausgegoren, finde ich. Und für mich stellt sich aber wirklich, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, die Frage, ist das dann wirklich demokratischer? Weil das muss ja auch irgendjemand organisieren und überwachen. Oder ist es doch nicht irgendwie so eine, so eine verdeckte Form von Sozialismus? Die Frage ist ja nicht, wer dann am Ende mitentscheidet und wer was bekommt, sondern auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, denn das gehört ja, das ist ja die andere Seite der Medaille. Du musst ja auch jemandem etwas wegnehmen, das ihm eigentlich gehört. Ja, ich finde auch, das klingt alles sehr ähm, noch unausgegoren. Da müsste man ihm oder den entsprechenden Leuten, die sowas wollen, mal ein paar ähm, ja, genauere noch äh, Fragen dazu stellen. Ich muss sagen, ich habe ja schon innerlich ausgeatmet, als er eben... Wenigstens meinte, dass dann nicht alle gleich verdienen. So, das hatte hm. ich jetzt das befürchtet, dass das auch noch kommt. Aber ja, ja natürlich nimmt man jemandem was weg. Und die Person oder die Gruppe, die eine Idee hat und die überhaupt sowas auf die Beine stellt, wird natürlich, kann ja gar nicht anders sein, wenn der Staat sich dann einmischt und sagt, jetzt musst du das hier aber anders umverteilen. Also, ich sehe da auch ein äh, ja, Riesenproblem. Ich, ich, ich verstehe beide Seiten irgendwo. Es klingt ja auch irgendwo ne, romantisiert und fair auf der einen Seite. Aber es geht natürlich dran vorbei an der Realität. Und wenn man äh, jetzt sagt, es gehört dann ja auch quasi allen, ja, dann würde ich mich auch als nächstes fragen: Was passiert, wenn jetzt jemand missbaut äh, wird? Ähm, dann äh, leidet ja das ganze Unternehmen. Wie würde das dann aussehen? Also, ich habe da so viele, so viele Fragen offen. Ja. Und ich denke mir, solange wir eine Welt haben, in der einfach äh, hinter einer Landesgrenze das ganz anders funktioniert, äh, verlieren wir dann allerhöchstens die Firmen und das ist das einzige Resultat. Ja, außer wir so bauen eine Mauer. So sehe ich das auch. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, das Gespräch hatte ich vor wenigen Monaten erst etwas ausführlicher mit jemandem, ist, dass man eine Art von, ähm, ja, so, so eine, ich komme jetzt schon wieder nicht auf den Begriff, so eine Art von, von Mitarbeiteraktien ausgibt. ja, Also, dass jemand seinen normalen Lohn hat. Der aber, wo, wo der Angestellte, aber gleichzeitig auch Anteil am Unternehmen hält, nach Mitarbeiterzeit oder wie auch immer gestaffelt, sodass, wenn es dem Unternehmen gut geht, dass er davon auch äh, profitiert. Dass er also äh, die Dividenden, die dann zum Beispiel den Aktionären ausgezahlt werden, äh, dass auch der Arbeitnehmer automatisch etwas davon hat. Aber nicht so, dass er Aktien kaufen muss, sondern dadurch, dass er dort mitarbeitet und ja teil dieses unternehmens ist profitiert er automatisch davon dass er dann einmal im jahr oder wie auch immer ähm, etwas bekommt und ich glaube das würde schon auch dazu führen dass ich äh, mitarbeiter stärker mit dem unternehmen identifizieren und sich natürlich auch ähm, persönlich stärker einbringen weil sie genau wissen wenn sie ihre sache gut machen wenn das produkt gut wird wenn die sache gut wird dann äh, profitieren alle davon. Ja, das ist ja quasi, das ähnelt ja auch so eine Art von äh, Proviso, Provi, Provisionsmodell, mhm. ähm, dass du halt äh, mehr, mehr rauskriegst, wenn du so gut arbeitest, dass genau die, die Firma ja einen, einen größeren Gewinn macht. Und andersherum muss es natürlich dann auch so sein, dass wenn es eben weniger ist, dann ist natürlich dann eben diese Provision wegfällt. Oder mhm. wie auch immer man das jetzt äh, nennen möchte. Im Chat wird gerade geschrieben, vielleicht den Sozialismus neu reformieren in einem richtigen Staat, in, das in einem richtigen Staat die Zügel halten sollte und man aufhört alles zu privatisieren. Ja, aber das ist ja eigentlich eine andere Grundsatzfrage. Da, also das sehe ich auch so. Ich, ich würde so zum Beispiel sofort sagen, das Gesundheitswesen. Energie und diese Dinge, die dürfen eigentlich meiner Ansicht nach nicht privatisiert sein. Ja. Um, um das mal auf, auf den Gesundheitssektor zu fokussieren, da ist es, glaube ich, am deutlichsten, ist es, glaube ich, vollkommen eingängig, wenn man sagt, ähm, die Gesundheit und das Leben von Menschen dürfen nicht von privaten Gewinninteressen abhängen. Deswegen darf der Gesundheitssektor nicht privatisiert sein, sondern muss in öffentlicher Hand sein. Sagen wir mal nicht verstaatlich, sondern in öffentlicher Hand. Das ist ja nochmal ein kleiner Unterschied. Und äh, das halte ich auch für sinnvoll. Aber das ist eigentlich eine andere Debatte. Das hat meiner Ansicht auch ne, nach auch nichts mit Sozialismus zu tun. Also ein Libertärer würde jetzt natürlich sagen, ja, das ist ja wieder Sozialismus, aber das sehe ich nicht so. Ja, je nach, das, das, je nach Form das. des Libertarismus wollen die ja auch das komplette Sozialsystem für, für jeden abschaffen, genau. Ja. Das, geht ja eine, das geht ja ein anderes Extrem. Aber ich denke ja. auch, wo wir, ähm, wir gerade bei sowas sind, ich würde auch sagen, ja, was öffentliche, was die Verkehrsmittel betrifft, was Straßenbau betrifft, also es gibt natürlich einige Dinge, die auch meiner Meinung nach absolut in staatliche Hand gehören. Aber das mit den, äh, mit den Firmen, mit den Unternehmen ist meiner Meinung nach schon auch mal eine andere Debatte. Genau. Ja, alles, was man im, auf kommunaler Ebene so als öffentliche Daseinsfürsorge bezeichnet, das gehört meiner Ansicht nach auch, äh, oder das gehört meiner Ansicht nach nicht in private Hand. Weil es, das, das ist ja das Problem, das Sie gerade ansprechen. Nicht nur, da, nicht nur weil jemand, der ähm, Geld hat, sich natürlich in politische Belange einmischt, äh, sondern ähm, bestimmte Dinge, gehören einfach nicht in privater Hand, weil dann nicht gewährleistet ist, dass sie so umgesetzt werden, wie, wie, wie es sein muss. Ja? Weil sobald etwas privatwirtschaftlich organisiert ist, steht, da kann man mir sagen, was man will, die Gewinnabsicht im Vordergrund. Entweder weil ich das selbst will, weil ich daran verdienen will oder weil die Aktionäre dir im Nacken sitzen oder warum auch immer. Sobald es privatwirtschaftlich ist, geht es. Am Ende nur noch ums Geld. Dann hängt es von dem Eigentümer oder von den Eigentümern ab, inwieweit sie noch, ich sage jetzt mal etwas theatralisch, Menschlichkeit weit walten lassen. Aber und das meinte ich eben auch damit, als ich sagte, damals, in Anführungszeichen, als es noch hieß, Eigentum verpflichtet und äh, man auch äh, alte Unternehmer wie Otto von Beisheim oder äh, die Otto Neckermann-Gründer und so, bei denen das in den Unternehmen in den frühen Jahren der BRD noch gelebt wurde, da konnte man sich halt auch wenigstens noch so ein bisschen darauf verlassen, dass diese Eigentümer auch nach diesem Motto handeln. Aber heute natürlich auch durch Globalisierung, Wettbewerbsfähigkeit und so weiter kann sich das einfach kaum noch jemand erlauben. Ja, wenn irgendein mittelständisches Unternehmen aus dem Schwarzwald oder aus dem Erzgebirge mit irgendeinem China-Unternehmen konkurrieren muss, da ist doch ja völlig klar, dass es am Ende auf, auf jeden Cent ankommt. Das ist ja das Problem. Ja, absolut. Ja, deswegen, also, das würde ich auch, diese zwei Debatten würde ich schon voneinander trennen. Fällt dir gerade, Gesundheitswesen sollte aber auch einen Anreiz schaffen. Ja, aber es ist in der Praxis äh, nicht allzu einfach äh, umzusetzen. Zumal es ja schon, äh, ich glaube in den USA also ist es doch ganz extrem so, dass die Leute ja da, wenn die sich äh, privat ja versichern lassen, das ist ja dann von, das, von einem Extrem ins anderen ist ja gar kein Ende. Also da, da läuft das ja so. Ja. Da kann man jetzt auch nochmal drüber streiten. Hm. Gut, ein paar Dinge davon wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich die hier auf Twitch so formulieren könnte. <laughs> ja. Na gut, sollen wir erstmal weiter? Ja. Und also, ich glaube, dass, dass das wichtig wäre, dass das aber allen gemeinsam gehört. Ja? Weil nur so kann, kann kein Einzelner so viel Macht haben. Ich sehe das jetzt gar nicht so sehr als nicht wünschenswert an. Also ich denke, es ist auch nicht wünschenswert. Es ist ein doch theoretisches Konstrukt. Ja, ja. Ja, klar, aber also erstmal die Zielvorstellung sozusagen, also nicht, also nicht die konkrete Zielvorstellung, jetzt ist als alles demokratisiert, darüber müssen wir noch reden, aber erstmal die Zielvorstellung, dass Vermögen und Besitz in einer Gesellschaft nicht, stark monopolisiert sind äh, und eine breitere Verteilung einnehmen. Dafür bin ich auch. Also, ich, ich halte mhm. es für keine gute Idee. Ähm, also, nehmen wir mal zum Beispiel die, 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 die Vermögensverteilung, wenn man sieht, wie viel das wie viel Vermögen am Gesamtvermögen das oberste Prozent der Gesellschaft besitzt? Das kann man ja eine, eine Kurve machen. So am Anfang des 20. Mhm. Jahrhunderts war das relativ hoch, das war das bei 25%. Dann ist es runtergegangen, bis es ungefähr in den 70er Jahren auf 8% war. Und dann ist es wieder hochgegangen in den angloamerikanischen Ländern, bis es wieder auf 25% war. In den Europäischen ist es moderater geblieben. Da ist es so bei 12, 13. So, also diese große U-Kurve vom Feudalismus des frühen 20. Jahrhunderts zum Neofeudalismus von heute. Also, ja, da hat ein Shift stattgefunden und wie gesagt, ich sehe das auch für kritisch. Ich denke, das erzeugt große Spannungen. Das erzeugt möglicherweise demografische Probleme. Das erzeugt Probleme, dass sich Leute keine Häuser mehr leisten können, keine normalen Familien mehr gründen können. Alles Dinge, die ich nicht gut finde. Deswegen ein gewisser Distributismus in dem Sinne, als Zielvorstellung, als Wunschvorstellung, da kann ich schon mitgehen. Ähm, mich schreckt die Demokratisierung ab. Weil ich nicht glaube, also erstmal. Die Verteilung von Besitz. Na klar, also wir enteignen jetzt von mir aus Jeff Bezos. Auf Wiedersehen, Jeff. Hätte ich kein großes Problem mit. Also mich, mich schreckt der Prozess der Enteignung schon ab, aber an Jeff Bezos liegt mir nicht. Also ich weiß, Jeff Bezos, <laughs> der interessiert sich nicht für mich. Ja, der, das, seine Interessen gehen nicht mit meinen Ad Interessen d'accord. Er lebt in einer anderen Welt. Warum soll ich mich für ihn interessieren? So. Also sagen wir wir haben ihn jetzt enteignet und seine, seine, den, den ganzen Besitz, die ganzen Aktien an die äh, Arbeiter bei Amazon verteilt. Was dann? Wie, wie werden dann in Zukunft Entscheidungen getroffen? Oder sollte es überhaupt keine Aktien geben? Sollte man, sollte man diese Aktien wieder verkaufen können? Also kann man auch Besitz wieder veräußern? Wie, wie gestaltet sich das denn weiter? Siehst du, das sind, das sind sehr wichtige Fragen, die kann man dann eben demokratisch regeln. Da kann man sich demokratisch hinsetzen und sich das überlegen. Ja, ich wäre zum Beispiel dafür, dass man diese Sachen nicht veräußern kann. Das heißt, wenn du in eine Firma kommst, kriegst du deinen Anteil der Firma. Das gehört dir, solange du in der Firma bist. Sobald du aufhörst zu arbeiten, verlierst du die Anteile. Weil mit welchem Recht besitzt du Anteile von einer Firma, für die du nichts beiträgst? Mhm. Macht keinen Sinn. ja. Gut, da hätten wir dann die Frage von eben schon mal beantwortet, was passieren soll, wenn die Leute austreten. Ja, genau. Also in die gedachte Richtung. Ja. Ähm, und damit spekulieren und das verkaufen, keine Chance. Das ist ja, das sind ja wieder beim gleichen alten System. Dann ist ja egal. Dann hat einer einfach... 10 Milliarden Anteile und einer hat zwei. <laughs> so macht auch keinen Sinn. Ja. Äh, es müsste irgendwie ausgeglichen werden. So. Und ich glaube, es gibt da sehr viele Studien dazu, das ist ein wirklich sehr breites Feld. Äh, da würde ich jetzt nicht so zu so tief reingehen. Da können wir mal ein eigenes Gespräch machen, wie man diese Welt gestaltet, ja. Weil also das ich ist sehe sehr halt das Problem darin, dass so. es, es. wird... Natürlich. Ich glaub, okay, ja. ich mach jetzt was für Ende. Aber Entscheidungen würden getroffen werden. Es wäre praktisch das Gleiche, was wir jetzt an Demokratie im Staat haben. Es kann auch eine Repräsentative sein. Das kannst der Pro Betrieb anders machen, ja? In der eine Betrieb wird sagen. Ja, jetzt, äh, jetzt bin ich ein wenig überrascht. Das wäre das Gleiche System. Also wenn ich das richtig verstanden habe, das gleiche System, wie wir jetzt die Demokratie im Staat haben. Das setzt ja voraus, dass er ernsthaft annimmt, wir hätten jetzt ein demokratisches System. Da müsste ich jetzt eigentlich laut lachen. Das ist, ich meine, die Demokratie, die wir im Staat haben, das ist doch genau so eine äh, Bühnenaufführung, so ein Märchen. Das ist doch auch nicht wirklich demokratisch. Ich meine, das ist ein Schauspiel, das uns hier vorgeführt wird. Im, im, im Grunde, ich meine, darüber haben wir auch, darüber habe ich schon öfter in diversen Streams gesprochen. Es, es ist, wir entscheiden überhaupt nichts mit. Einfach gar nichts. Weil vom, vom Otto-Normalbürger bis. bis die, die ganze Strecke bis dahin, wo du jemand bist, der etwas zu entscheiden hat, und ich, selbst als Minister bist du ja noch nicht jemand, der wirklich etwas zu entscheiden hat, sondern du setzt ja zum großen Teil nur bestimmte Dinge um. Äh, da ist so viel, so viel dazwischen. Ja, das, das sagt man im Leben nach Demokratiesimulation, nenne ich das immer. Ja. Ich war auch gerade überrascht, als er das so ausgedrückt hat. Aber eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er die sogenannte Demokratie, in der wir leben, nicht hinterfragt. Vielleicht äh, kommt, geht er ja noch darauf ein, aber hm. ich wollte gerade sagen, hier ist doch keiner von uns ist irgendein Entscheidungsträger. Wir, wir sind ja so weit äh, weg davon. Und, aber ja, gut, es gibt ja auch noch genug Leute, die denken, dass genau ihr Wille ähm, erfüllt wird, wenn sie alle vier Jahre mal das richtige Kreuz setzen. Hm. Aber genau. ich meine, das, das kann man ja nicht so stehen lassen, eigentlich. Ne? Nee. Vielleicht. Kommt da ja noch mehr zu? Okay, wir sind zehn Leute, macht keinen Sinn für eine repräsentative Demokratie, wir machen eine direkte Demokratie, alle bestimmen mit. Ähm, ein anderer Konzern, der 100.000 Mitarbeiter hat, wird sagen, okay, wir brauchen eine repräsentative Demokratie, weil jetzt kann nicht jeder jeden Scheiß entscheiden, null Sinn. Ja? Wir müssen einfach Vertreter wählen und die entscheiden gewisse Dinge. Ja? Der Unterschied ist eben, dass die gewählt werden von den Arbeitern. Und es gibt natürlich Fälle, wo es sehr wichtige Entscheidungen zu treffen gibt, wie outsourcen wir den Betrieb, sprich, verlieren wir alle unseren Job. Da sollten alle Arbeiter natürlich mitentscheiden dürfen. Ja? Oder wenn man jemanden feuern will oder so in einem kleinen Betrieb, werden wahrscheinlich alle mitentscheiden so sollen, was da passiert und so weiter und so fort. Also, es ist praktisch einfach nur eine Demokratie. Es ist eine simple Demokratie. Ja. Es geht einfach darum, dass keine D Diktatur da herrscht, dass du einfach einen Chef hast, der von oben herab über alle entscheidet, sondern alle entscheiden gemeinsam, was sie tun. Habe ich ihn gerade richtig verstanden? Wenn also jemand gefeuert werden soll, muss das demokratisch von allen äh, erstmal ermittelt werden, ob das im Sinne liegt. Da kann man ja dann das so weiterspinnen zur, zur Gehaltserhöhung und das, das natürlich, das, das finde ich ja. persönlich jetzt schon etwas absurd. Ja, da muss natürlich irgendwo, also gut, er hat ja eben gesagt, es kann nicht alles repräsentativ sein, es ne? kann nicht immer jeder alles mitentscheiden, aber für mich stellt sich natürlich auch die Frage, also die äh, zwei entscheidende Fragen, die mir jetzt einfach nicht aus dem Kopf gehen, ist, ab welcher Unternehmensgröße soll das überhaupt so sein? Weil, ähm, also klar, Sie nehmen sich jetzt die Extrembeispiele mit Amazon. Ähm, da ist das in unseren Köpfen vielleicht noch nachvollziehbar, dass man genau. sagt, du hast so einen gigantischen Konzern. Wie kann das sein, dass der Chef davon, der aber ja immerhin auch äh, der äh, Gründer dieses Unternehmens ist oder war, er ist jetzt nicht mehr Chef von Amazon, äh, der hat das Unternehmen immerhin hochgezogen, der verdient auch was weiß ich, wie viele Millionen oder Milliarden. Oder reden wir jetzt hier von einem mittelständischen Betrieb? Ab, ab wann soll denn das demokratisiert sein? Ich, ich habe wirklich, also man, man muss sich, glaub, also am besten bist du vor, also ich bin, sagen wir es mal so, ich bin kein totaler Sozialismusfeind, aber ich habe da meine Vorbehalte. Und meine Devise ist immer, man soll sich selbst fragen, ob das, was man da vorschlägt, einem auch selbst schmecken würde. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gründe ein Unternehmen, ich entwickle ein Produkt, ich lege meinen Hirnschmalz da rein. Ich arbeite rund um die Uhr, weil ich das erfolgreich machen will. Dann wird das Unternehmen erfolgreich und dann kommt jemand daher und sagt dir, das nehmen wir dir jetzt weg. Und das, was du aufgebaut hast, das gehört jetzt allen, die da arbeiten. So, und du hast im Grunde nichts mehr zu melden. Das kann, das, das, das fühlt sich für mich einfach komplett falsch an. Das fühlt sich für mich einfach falsch an, was richtig ist. Und ich glaube, darauf gründet auch dieser, dieser Gedanke an sich, ähm, dass es darum geht, Arbeiter, Angestellte nicht auszubeuten. Das ist meiner Ansicht nach ein vollkommen richtiger Ansatz und ein richtiger Gedanke. Aber wenn der dann umschlägt, ähm, in, dahin, dass man sagt, der eigentliche Eigentümer muss quasi enteignet werden, das ist für mich... Einfach eine andere Baustelle, ja. Und da, da habe ich, da hätte ich keinen Bock drauf. Es zieht sich, finde ich, wie ein roter Faden durch äh, die ganzen Antikapitalisten, dass so die sch schlimmsten neoliberalen Schreckgespenste ausgepackt werden, wo ähm, mehr oder weniger jeder jetzt ja sagt, natürlich ist das eine Art von äh, Mitarbeiterausbeutung, ohne jetzt auf die einzelnen Firmen einzugehen. Da, da kriegt man natürlich schnell sein, sein Abnicken, sage ich mal. Aber genau, da müsste man dann die Frage stellen, ab äh, welcher Größe von den Betrieben, weil ich denke nicht, dass so jemand wie Erwin damit nur die äh, super, super, super Reichen meint. Und ähm, da sind wir ja dann eigentlich wieder, dass es gegen die menschliche Natur läuft, weil wenn man schon sein Herzblut und seine eigenen kreativen Ideen in ein Unternehmen reinsteckt, ist es ja nun mal was anderes, als wie die Leute, die ich dann habe, die dann dafür mitarbeiten. Auch wenn ich natürlich ebenfalls die Meinung vertrete, dass dieser Abstand einfach nicht so exorbitant sein darf, wie er jetzt bei den Global Playern ist. Ja, aber das ja, nur die, die, das, das andere Extrem ähm, halte ich, aber ich halte es auch einfach gar nicht für realistisch, dass das überhaupt funktionieren würde ohne jetzt die Leute einzusperren. Ne? Und eines meiner, 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 also, eines meiner wichtigsten Argumente oder meiner ähm, Gedanken, die äh, für mich dort absolut tragen sind, ist einfach, dass du komplett ähm, Motivation abschneidest. Kreativität, alles ist, ist wenn, wenn du in so einer Gesellschaft aufwächst, du hast doch gar keinen Bock, Irgendetwas zu erschaffen, zu entwickeln, aufzubauen, wenn du genau weißt, dass dir das weggenommen wird. Das ergibt für mich einfach überhaupt keinen Sinn. Ja, absolut, das ist es ja. Das sieht man ja jetzt schon, wenn es um, um Themen wie Steuern geht, wie viele doch dann schon immer äh, weiterziehen. Also, ja. selbstständig ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber das ist ja ähnlich, wie viel die äh, geschröpft werden und wie schwer man es kleinen Leuten mhm. und kleinen Unternehmen macht. Man, also. könnte es, man könnte es vielleicht anders, anders sehen. Ein großes Problem ist nämlich, dass große Konzerne oftmals gar keine Steuern zahlen, weil sie das irgendwie outgesourced haben in irgendwelche Unternehmen die oder weil sie den Unternehmenssitz irgendwo hinverlagert haben, wo einfach keine Steuern anfallen oder irgend so ein Scheiß. Ne? Wenn man es denn schaffen würde, dass Konzerne, also wir reden jetzt von, ähm, von Unternehmensbesteuerung, nicht von privat, wenn Unternehmensbesteuerung, und, oder wenn Unternehmen vernünftig und richtig besteuert würden, dann hat der Staat ja etwas davon. Und wenn das dann zurückfließt in die Gesellschaft, in die Gemeinschaft, ist das, wäre das ja ein Modell. Absolut. Und da spreche ich jetzt aber, wie gesagt, auch nicht vom, vom mittelständischen Unternehmen, das ohnehin schon mit 40, 50 Prozent geschröpft wird, sondern von den großen Konzernen, die oftmals einfach keine oder kaum Steuern überhaupt bezahlen. Ja. Das wäre meiner Ansicht nach äh, noch ein Weg, wie man die Gesellschaft an Unternehmensgewinnen äh, beteiligen könnte. Klar, das große Argument ist dann immer, wenn man die Unternehmen zu stark besteuert, dann äh, sind die nicht mehr in der Lage zu investieren und bla und blub. Aber das ist meiner Ansicht nach so ein typisches, ja, auch so ein typisches libertären Argument, um den Unternehmern nach der Schnauze zu labern. Ja, es ist natürlich so ein, so ein Waagschallenspiel, weil ich sehe es ähnlich wie du, nur die Sache ist ja immer die, sobald äh, die Besteuerung zu hoch wird und die sich dann eben unfair behandelt fühlen, ähm, haben sie ja jederzeit logischerweise die Möglichkeiten, den Standort zu verlassen, mhm. ähm, was ja viele auch tun. Also da müsste man irgendeinen Mittelweg finden. Aber was eben nicht sein darf, ist, dass kleine oder äh, mittelständische äh, so geschröpft werden, ja. Und dann natürlich ist vielleicht auch wieder ein sehr naiver oder romantisierender Gedanke, aber wenn man. Ähm, eine Gesellschaft und einen Staat hätte, in dem die Bürger auch mal ein bisschen mehr mitbekommen, was mit den Steuern passiert und es nicht in völlig weltfremde Projekte auch noch investiert wird, die für die Mehrheitsbevölkerung keinerlei Sinn macht. Da haben wir dann vielleicht nochmal die Sache, dass man dann auch vielleicht eventuell eher bereit wäre, noch Steuern zu zahlen, was wir ja zurzeit überhaupt nicht haben, was unsere Politiker und Ideologen dafür für Dinge mit den Steuergeldern machen. Da sehe auch jemand wie ich da überhaupt nicht ein, und da hm. groß äh, einzuzahlen. Aber das ist natürlich nochmal eine Sache, die müsste der müsste natürlich einem Politikwechsel, der sowieso ja äh, zuvorkommen. Ja. Dann auch noch schnell den Chat. Ich weiß ich, wolltest du noch auf was eingehen dort oder sollen wir ja weitermachen? Nee, es ist zwar jetzt hier so eine Anmerkung, was, die, was das mit der Kreativität angeht, aber ja, klar, ich kann dem natürlich nicht widersprechen. Wenn die Putzfrau den Operationssaal nicht sauber macht, dann äh, ist er dreckig, ne? Und der Arzt wird es nicht machen. Aber ich glaube, das ist, da geht es eher um, ähm, um die Form der, der Wertschätzung von Arbeit, ja? Dass auch einfache, in Anführungszeichen, einfache Tätigkeiten, so entlohnt werden, dass man äh, trotz Arbeit nicht noch irgendwo auf einem Amt betteln muss. Das ist aber meiner Ansicht nach wieder eine andere Geschichte. Das hat ja jetzt hier auch nichts mit Kreativität zu tun. Ja, der letzte Satz, der ja gerade im Chat fiel, äh, war: dann wird es automatisiert durch Roboter. Das ist ganz lustig, weil über das Thema äh, deute ich ja auch öfters mal in meinen Streams an, aber das führt uns jetzt ja in einen anderen Bereich. Aber das natürlich sowieso die, ähm, ich sag mal, ähm, ich, nicht despektierlich gemeint, sondern die, die eher leichteren Aufgaben, dass die natürlich sowieso in, ich behaupte, naher Zukunft automatisiert werden und in der Tat dann ersetzt werden durch diese Maschinen. Sieht man ja schon äh, einige Versuche, wenn man sich da mal ein bisschen umschaut. Das äh, wird, wird natürlich sowieso noch mal alles verändern, weil damit ja. werden die ganzen ja, schlecht bezahltesten Jobs wahrscheinlich demnächst wegfallen. Und ich denke nicht, dass äh, all diese Leute auch in einem hohen kreativen Posten zu Hause wären, weil sonst wären sie wahrscheinlich vorher schon dahin gegangen. Also da sehe ich generell noch mal ein riesen Leidensproblem. Da geht auch der Grundgedanke mit dem Bürgergeld hin. Das weiß die Politik ganz genau. Was wir vorher hatten: Industrialisierung, dann Automatisierung und der nächste Schritt ist jetzt die Digitalisierung. Da wird alles, da wird alles, ähm, was irgendwie effizient möglich zu digitalisieren ist, wird auch gemacht. So, und das große Problem, vor dem man dann steht, ist doch, was macht man mit den ganzen Menschen, die nicht Geschäftsführer sind oder die nicht irgendwelche. Äh, tollen IT-Ausbildungen haben oder sonst was. Das kann halt nicht jeder. Ne? Es gibt ja, auch wenn die Digitalisierung voranschreitet, hast du ja nicht äh, 80 Millionen IT-Fachkräfte oder sonst genau. irgendwas oder Entwickler. Ja, es gibt halt nun mal noch, ich sag mal, in Anführungszeichen noch den Otto Normalmenschen, äh, der, der dafür einfach nicht taugt. So, was machst denn du dann mit denen? Die sitzen halt alle rum und haben quasi keine Arbeit. So. Und die können ja auch nicht 60 Millionen rumlaufen und äh, das Herbstlaub aufsammeln. Und ähm, das spielt natürlich auch mit in diesen Gedanken des äh, Bürgergelds, dass die Leute einfach irgendwie, äh, ja, da man, sind. Man, <laughs> genau, man könnte sagen, über die Runden kommen oder auch ruhig gestellt werden, wenn man es böse genau, formulieren richtig, will. Richtig, richtig, genau. Es viel gerade im Chat auch die höheren Jobs werden früher oder später durch diese AI-Geschichte. Ja, ich verfolge das ja auch mit diesen ganzen äh, verschiedensten künstlichen Intelligenzen, die ja gerade ausprobiert werden. Ja, das ist gruselig. Da könnte man eigentlich nochmal so einen eigenen äh, Themenstream, wenn du da Interesse dran hast. Klar, was man, was man sich natürlich vorstellen kann, aber darauf wird es ja nicht hinauslaufen, ist, dass, wenn diese, ich meine, wenn etwas ähm, automatisiert oder digitalisiert wird, dann ist es ja in aller Regel auch profitabler, es ist effizienter, das heißt, es verursacht weniger Kosten bei gleicher Einnahmestruktur. Das ist ja der Sinn dahinter. Das heißt, ein Unternehmen nimmt ja in aller Regel das gleiche Geld ein, hat aber weniger Kosten. Wenn man jetzt diesen. Wenn man diesen Profit wiederum äh, vernünftig einsetzt, dann könnte man ja sagen, das ist ja toll, dass in Zukunft quasi nur noch Roboter und Maschinen für uns arbeiten, wir haben aber trotzdem unser Einkommen, äh, nennen wir es einfach mal Bürgergeld, äh, dann können wir alle quasi wunderbar leben. Aber darauf wird es ja nicht hinauslaufen, sondern <laughs> es wird darauf hinauslaufen, dass die Konzerne immer höhere Gewinne einfahren wollen. Und der Staat, das ist ja das Lustige, der Staat hat sich dann um äh, die Arbeitslosen zu kümmern. Ja, das da sind wir ja wieder bei der, bei der Theorie und Praxis. Es könnte ja ein Vorteil tatsächlich für alle sein. Ja. Und dann könnte man das Geld einsparen, weil wir das perfektioniert hätten durch Roboter oder was auch immer. Aber wie du schon sagst, genau, darauf wird es natürlich nicht hinauslaufen. Und die äh, Falschen werden wieder profitieren und der Rest guckt in die Röhre. Genau. Um das mal so flapsig zu formulieren, ja. So ist das. Sollen wir weitermachen? Mhm. Das ist das ist alles. Ich denke nicht mal, äh, dass nee, ist das nicht. immer, also dass das nie funktionieren kann. Ich habe jetzt zum Beispiel dein Video angeguckt über diesen Cola-Produzenten da, Lübbermann oder so. Ähm, mhm. der, der hat ja so einen ähnlichen Betrieb. Also der hat genau. das meiste seiner Macht abgegeben. Der zahlt einen Einheitslohn. Nun klar, also der kann einen Einheitslohn zahlen, weil er halt einen Cola äh, Cola herstellt und alle Produktionsschritte im Cola in der Cola-Herstellung, das ist ja Zucker und Sirup und, und Wasser mischen und sowas, das fordert halt keine hochspezifizierten äh, Angestellten, die jetzt Software programmieren. Das heißt, man kommt mit dem Einheitslohn auch noch ganz gut klar. Ähm die haben das aber auch demokratisch entschieden, dass jeder das gleiche bekommt. Es gibt auch andere demokratische Betriebe, wo sie entscheiden. Ja, wie gesagt, dass jeder das du hast du ja schon gesagt, das dass es bekommen. nicht immer so sein muss, ja. das, das ist okay. Ich denke nur, dass sich genau. eine Cola-Firma dafür eher anbietet als äh, ein Autohersteller zum Beispiel, weil man da einen größeren Spread an, an Fähigkeiten haben muss, äh, die in ein Auto hineinfließen als in eine Cola. Äh, aber gut, der hat seine Firma jetzt gegründet und wie gesagt, das scheint ja auch zu funktionieren. Äh, ich will das auch gar nicht. In Abrede stellen, dass das gar nicht funktionieren kann. Ich denke nur, so wenn diese Strukturen größer werden, wenn die, die Dunbar-Zahlen zum Beispiel übersteigen, wenn die abstrakter werden, dann werden diese demokratischen Prozesse, wie sie es auch meiner Wahrnehmung nach in der realen Welt tun, degenerieren. Das heißt, die Leute werden, weil sie überhaupt keine Ahnung mehr haben, über was sie abstimmen, weil sie auch müde des pro demokratischen Prozesses an sich sind und an Sicherheit interessiert sind, nicht an Mitbestimmung, ähm, diese Entscheidungen abgeben. An Leuten, die Ambitionierter sind. Das mag jetzt nicht formal abgeben sein, aber, sie, aber informal sicherlich, also de facto sicherlich. Ähm, und da, daran mhm. sehe ich halt, ich sehe darin dieses ewige hierarchische, die ewige hierarchische Tendenz, weil nicht alle Menschen mit gleichen Fähigkeiten und Ambitionen geboren sind. Ähm, da würde sich garantiert, sei das auf dem, Schwarz, auf dem Schwarzmarkt oder auf, dem, auf, auf auf dem halblegalen Markt, vor auch auf dem ganz legalen Markt, einfach nur durch persönliche Beziehungen, wieder etwas undemokratisches. Äh, Etablieren. Ähm, die Frage ist dann halt, kann das gut reguliert werden, wenn man offiziell immer so auf Demokratie pocht? Ja? Äh, das tun wir ja gerne. Wir sagen immer alles Demokratie, Demokratie und jeder, der dann sagt, okay, das funktioniert aber nicht wirklich, ah, du bist gegen die Demokratie. Genauso funktioniert es jetzt zur Zeit. Ähm, ich sage, die Lösung ist, okay, wir müssen mal ein bisschen halblang machen mit Demokratie. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Leute überhaupt nicht mehr gefragt werden, was sie wollen, sondern wir müssen uns fragen, was ist die Grundlage dafür, dass Menschen überhaupt ernst genommen werden. Und es ist nicht ihre Wahl oder nicht so sehr, nicht ihre Stimme, das sind schon Besitzverhältnisse. Also die frühen, wie gesagt, ich gebe immer das Beispiel der frühen amerikanischen Demokratie. George Washington und Co. war es klar. Dass ein Mann, der ernst genommen werden soll, der einen Anteil an allem hat, auch Besitz im, am Ganzen haben muss. Ja? Also wählen kann nur wer Grundbesitz hat. So was Ähnliches stellst du dir ja auch vor. Es ist halt nur, dass du gerne hättest, dass alle Grundbesitz hätten und die halt, haben halt gesagt, okay, die, die, die Grundbesitz haben, kriegen die Stimme. Aber das System oder die Einsicht dahinter, die war schon ähnlich. Ähm, ich denke, nein, 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 nein. Es ist ein, es ist ein Ich versuche das aufzuheben. Eigentlich, weil das, was Sie sagen, wer Besitz hat, darf wählen, ja? da, dazu versuchen die heutigen Kapitalisten wieder zurückzukehren. Also, das ist ja das, was sie praktisch schon tun. Ja, aber das Anarzt versuchst Anarzt du ja auch. Verstehen. Du versuchst halt nur. Nein, durch ich nicht, durch, durch, durch nicht. Ich, ich versuche jedem die Wahl zu geben und jedem Besitz zu geben. Andersrum. Ja? Du versuchst jedem Besitz zu geben und dadurch gedeckt eine Wahl- und, und Mitentscheidungsmöglichkeit. Also, Ach so, ja, okay, ja. Genau, also ja, aber Sie haben das ja, sie haben das ja absichtlich so gemacht, dass nur diejenigen, die Besitz haben, sprich die oberen 10% oder was, mitbestimmen dürfen und alle anderen nicht. Ja, das war ja von Anfang ja an. So vorher hat es vorher ein Mann bestimmt. Oder vorher haben sie Männer bestimmt. Also im ja, großen ja, genau. genau. Eine große ja, ja, wir entwickeln uns weiter. Skalierung. Okay, ja, ja, ob das eine Weiterentwicklung war, wie gesagt. Du, äh, ich, ich glaube, ich glaub, es geht wieder rück, rück, rückwärts. Also diese ganzen Anarchokapitalisten und so weiter, Hans Hermann Hoppe Peter Thiel, äh, diese ganze Partie auch Markus Krall und um die AfD herum und so weiter, diese ganzen Leute, die versuchen, wieder in die Richtung Privatstädte zu gehen und wieder in die Richtung, die Reichen dürfen wählen, die Armen dürfen nicht wählen. Ja, ja da, also sagen wir mal, dass Peter Licht Ziel und sowas mit der Privatstadt und sowas ganz zufrieden wäre, das sehe ich auch. Ich meine, Hans Hermann Hoppe geht in eine ähnliche Richtung. Ich, ich das problem ist, ich. Ich sehe darin oft so eine seelenlose Übersetzung. Ich denke halt nicht, dass das funktionieren kann ähm, ohne, ohne kulturellen Faktor. Also das Problem ist, wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, in der Monarchie zu leben. Wir können natürlich noch die Besitzverhältnisse analysieren und einer Kritik unterziehen von mir aus, aber die Leute haben ja auch ehrliche, also empfundene Loyalitäten gegenüber ihren. Vorgesetzten gegenüber ihren Aristokraten empfunden, wenn es gut gelaufen ist. Ne? Äh, mhm. Das ist etwas, was heute verloren geht. Also ich, 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 ich sehe in Peter Thiels Weltbild, ich, ich möchte das nicht Peter thiel zu so sehr kritisieren oder in Leuten wie ihm zu sehr die Logik von Besitz rechtfertigt Entscheidung, Ende. Ich würde sagen, okay, Besitz kann Entscheidungen mit rechtfertigen, aber es braucht auch äh, ein loyales Band zwischen den Leuten, wenn eine Gesellschaft lebenswert sein soll. Und die kann nicht über, allein über Besitzverhältnisse erschaffen werden. Die kann aber auch nicht allein durch die Demokratisierung von irgendwas erschaffen werden. Die wird erschaffen durch äh, gemeinsame Tat und tatsächlich gemeinsame kulturelle Praxis. Also das ist irgendwas Immaterielles darin, was, was verloren geht, wenn man das zu sehr äh, technisch aufbaut. Ja, ich finde hier an der Argumentation merkt man jetzt, dass dann natürlich zwei wirklich grundsätzlich verschiedene Weltanschauungen ja aufeinander prallen. Der, der Schattenmacher, den ganzen Faktor mit Kultur und Loyalität da reinbringt, ich glaube, das gehört ja alles gar nicht zur Argumentationskette jetzt von dem ähm, Erwin, ähm, dass man eben auch über, über die wirtschaftlichen äh, Dinge oder auch. Was Besitz betrifft, dass man darüber nicht alles regeln kann. Ich gebe den Schattenmacher dann vielen Punkten recht, weil gerade wenn man so eine Art von Loyalität hat, egal ob es jetzt zum eigenen Chef in der Firma ist oder eben auch zu den, sagen wir jetzt einfach mal, den, den Mächtigen, wer auch immer das dann ist, ob es eine Aristokratie ist oder eine Demokratie, da stimme ich allen zu, nur das bedarf es halt auch erstmal und Sobald man sich so eine Gesellschaftsform dann in Anführungsstrichen zurückwünscht, hakt es dann natürlich daran, dass dann die Person, äh, die dann die Macht hat, natürlich eben auch so sein muss. So, hm. da würde mich jetzt persönlich, das weißt du wahrscheinlich besser, weil du hast ja auch, glaube ich, mit dem Schattenmacher schon selber diskutiert. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie er sich das vorstellt, dass man über das überhaupt erstmal diese, diese Klasse quasi gewählt wird, ähm, die dann an der Macht sind, oder wie, wie er sich das vorstellt, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, das steht und fällt natürlich dann mit der äh, Charakteristika der Leute, die die Anführer sind. Aber natürlich mit einem guten Anführer läuft es immer besser als in jedem anderen System. Nur es kann ja ja. eben auch andersrum. Ja, ja. ja das, hat er, das hat er aber auch schon öfter gesagt, dass er, dass er da noch nicht so richtig weiß, wie das funktionieren soll. Das Gespräch also, hatten wir auch schon zweimal. Und ähm, ja, das, das große Problem ist nicht einfach nur, wie, wie, wie wählt man die Leute oder wie bestimmt man die oder wie ermittelt man die oder was auch immer, sondern wie wirst du die wieder los, wenn sie im Amt sind und nicht mehr loslassen wollen. Genau. Das muss ja auch irgendwie geregelt sein. Und das ist ja, das ist ja halt immer dieses, dieser, dieser, Spagat ja, zwischen Demokratie und Aristokratie oder sagen wir mal etwas, sagen wir mal Oligarchie oder was auch immer, was halt mehr so in diese Richtung tendiert. Du musst ja immer die Balance halten zwischen wie viel Macht gibst du demjenigen, der jetzt führt, und wie viel Macht behältst du selbst als Souverän, als Volk. Gibst du demjenigen zu viel Macht, dann gibst du ihm ja quasi die Mittel, dich über den Souverän hinwegzusetzen. Gibst du ihm zu wenig, ist er zu schwach, um zu führen. Und da brauchst du einen vernünftigen Mittelweg, ja? Dass er so viel Macht hat, dass er Entscheidungen treffen kann, gestalten kann, den Staat gestalten und äh, ja, machen kann. Und auf der anderen Seite darf er aber eben nicht so viel Macht haben, dass du den nie mehr loswirst. Mhm. Das, das ist das große Problem an der Geschichte. Ja, es müsste quasi eine Art von Kontrollinstanz geben, in Anführungsstrichen ja. unabhängige, die das regulieren kann, wenn man sieht, dass es eine Art von Machtmissbrauch gibt. Nur das jetzt wieder in einer äh, realen Welt durchzusetzen und dass sie dann unabhängig eben bleibt, da sind wir ja wieder bei der ja. äh, Problematik. Meiner Ansicht nach wird mhm. das einfach nie funktionieren. Das ist, das ist, ähm, also ich bin zwar mit Leib und Seele Nationalist. Aber das ist etwas, das wirst du in einem so großen Gesellschaftsgebilde wie einer Nation niemals vollkommen zufriedenstellend umsetzen können. Weil du an, weil, weil einfach, ich sage jetzt alleine schon, Korruption lauert an jeder Ecke. Das kannst du nicht eliminieren. Wirklich gut funktionieren wird es immer dann oder besser funktionieren wird es immer dann, wenn die. Strukturen kleiner werden. Ja? In einer Familie funktioniert es, sage ich mal, am besten. Wenn es dann darüber hinausgeht, dann wird es schon etwas schwieriger, da musst du die schon besser abstimmen, musst schon ein paar Kompromisse schließen. Aber je größer das Gebilde wird, je mehr Menschen dazu gehören, desto unterschiedlichere Interessen und so weiter, desto komplizierter wird es, das äh, zusammenzuhalten. Deswegen funktioniert das meiner Ansicht nach äh, bei sogenannten, wie nennt man die, eingeborenen Naturvölkern noch relativ gut. Da sind die, die haben auch ihre Hierarchien, aber das funktioniert einfach, ja. Das funktioniert halt einfach. Da weiß jeder, der ist der Chef und der ist dann halt der Chef, fertig. Und ja, und da laufen alle in der Spur, ganz einfach. Das stimmt. Das hat natürlich neben der Tatsache, dass es das ja auch kleinere Gebilde sind, auch natürlich mit der, mit der homogenen äh, Einheit ja mehr zu tun. Aber da, da sind wir uns ja hier, glaube ich, jetzt sowieso alle einig: umso homo homogener eine Gesellschaft ist, uh, umso weniger Konflikte hast du natürlich generell. Also, soweit würde ich das auf jeden Fall sagen. Und natürlich auch, uh, ja, mit der Erfahrung, die es uh, gemacht hat, weil ich sehe auch überhaupt keine, keine realistische Möglichkeit mehr, dass es jetzt hier zurückgehen könnte in irgendeine Art von Aristokratie oder so. Mm. Ja, halte ich nicht für, für realistisch. Und die Frage ist ja auch, selbst wenn es dann ein guter Machthaber ist, der nicht korrumpiert wird, wie geht es dann danach weiter? Weil sowas wie jetzt, dass es durch so eine Erbschaftsfolge geht, das äh, sind wir uns mit Sicherheit einig, dass ja der größte Mist, weil du ja. weißt ja nie, wie der Nachfolger dann ist. Genau. So, ja, ohne, ohne eine vernünftige Kontrollinstanz das, ist das ja alles überhaupt nicht machbar. Hm. Und ich stimme dazu mit dem Re im, im Regionalismus, klar, da wäre es natürlich ja. äh, viel einfacher. Aber dann. Argumentieren wir gleich für die Freien Sachsen. Genau. Ja, Kurdi hat ja gerade noch ein gutes Argument eingeworfen, nämlich, dass man bei einem autoritärer ausgerichteten System immer einen Verantwortlichen klar benennen kann. Kannst du jetzt natürlich in einem demokratischen Staat, mit einem Minister auch, wenn da was nicht fa falsch läuft, dann ist der Minister eben verantwortlich. Aber er hat schon recht, dass das alles etwas diffuser wird. Ne? Wenn alle irgendwie mitentscheiden, das ist ja das Problem an der Demokratie. Jeder kennt das Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Und genau das ist ja auch das Grundproblem einer Demokratie. Ja, jeder fühlt sich berufen, irgendetwas mitzuentscheiden und äh, hält sich für den Experten. Und am Ende kommt immer der, meiner Ansicht nach, mit schlechtmöglichste äh, Kompromiss raus. Es kann sein, wenn einer entscheidet oder wenn wenige entscheiden, ich sage mal, eine Expertenkommission entscheidet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung Mist ist die ist natürlich auch da aber dann ich, ich meiner ansicht nach ist es dann läuft es bei wenigen leuten immer stärker auf ähm, eine art binärsystem raus die entscheidung war dann entweder falsch oder richtig aber je mehr leute daran mitwirken Desto verworrener wird das alles, ja? Desto ähm, verschwommener wird alles. Du weißt am Ende gar nicht mehr richtig, was ja jetzt eigentlich der Grundgedanke war, weil sich jeder irgendwie mit einbringt. Jeder Lobbyverein, jeder quatscht nochmal mit. Und am Ende will sich aber trotzdem jeder irgendwie in dieser Entscheidung wiederfinden. Und du hast dann einfach nur noch irgendeinen Brei. Das, das stimmt. Mhm wo das eben bei dem Gespräch von den beiden noch viel, ich denke auch, dass es so eine Art von ja, Demokratieermüdung geben wird bei vielen Leuten. Ich denke, dass viele ja. sich gar nicht mal übergangen fühlen, sondern dass viele auch gar kein Interesse daran haben. Und es gibt ja durchaus Menschen, die sind, böse formuliert, auch einfach viel produktiver, aber auch zufriedener für sich selber, wenn sie eben anständig äh, geleitet werden, drücke ich es jetzt ja. mal so aus. Und ja, da, da steht natürlich eine Komplettdemokratisierung äh, auch völlig entgegen. Genau. Das wird auch oft als so etwas, als etwas Negatives dargestellt, mhm. ne? Dass ähm, derjenige, der anführt, das ist der Starke, das ist der Gute, ja, gut, das ist halt eine Charaktereigenschaft, das ist eine Eigenschaft von einem Menschen, wenn du eher so eine Anführer-Natur bist. Aber der andere, der damit zufrieden ist, dass da irgendjemand ist, der das vernünftig organisiert und führt, ähm, ist ja, heißt das ja nicht, dass er, dass der blöder ist oder dass er schlechter ist oder unproduktiver ist, der hat dann eben mehr Zeit, um andere Dinge umzusetzen, ja, aber der ist ja deswegen nicht irgendwie ein schlechterer Mensch. Genau, es hat ja gar nicht jeder diesen Anspruch, selber führen zu wollen. Und wenn man die, diesen Menschen ein paar Entscheidungen abnimmt, dann sind sie ja auch. Ja, wie gesagt, produktiver, aber eben auch äh, auf sich bezogen und viel erfüllter. Ja, genau. Also das denke ich auch, das kommt in diesen ganzen Demokratiedebatten sowieso viel zu kurz. Das ist natürlich ein Gedanke, der, der soll ja auch äh, bei uns nicht entstehen. Da ne, muss man ja sagen, das, das will man ja nicht, dass man so denkt. Ja, hm. das ist ganz klar. Ja. Äh, im, Im Chat wird gerade noch die Frage geschrieben: Strebt nicht jeder Diktator oder Monarch auch nach Volksliebe und Anerkennung? Ähm, wäre super, wenn das so ist, aber ich finde ähm, da das, ähm, wenn das nicht reguliert wird, du hast immer die Möglichkeit, dass du da eben einen völligen Psychopathen dann sitzen hast oder jemand, der äh, geschmiert wird von anderen Interessen, also ja, ja. Und ich denke, das kann man nicht so allgemein halten, so, das sind nicht alle gut ne? und ja, weil, ja, das haben wir eben schon geredet mit den Regularien, also ich glaube, da wüssten wir ja jetzt beide keinen absoluten Weg, dass man das äh, verhindern kann, diese Problematik, ja. Ja, genau. Okay, dann machen wir weiter, ne? <sabstunt> ich in beiden diesen, also sowohl in deiner als auch in der Analyse der Pri freien Privatstädte sehe. Ich stimme zu, ja. Ich stimme zu. Aber das ist die kulturelle Komponente, über die habe ich jetzt gar nicht geredet. Es ging eher mehr darum, den Leuten irgendwie die Macht wegzunehmen, die sie haben. Aber ja, Kultur ist definitiv wichtig. Ich bin, Ich bin vollkommen bei dir, ja. Das Problem, das ich oft sehe, ist, dass bei Rechten, ja, vor allem bei Rechten jetzt, dass sie oft denken, so über die Kultur das Ganze retten zu wollen. So, Kapitalismus ist nicht das Problem, Kapitalismus ist schon in Ordnung, aber wir müssen unsere deutsche Kultur retten zum Beispiel oder so. Ja? das findet man sehr oft bei Rechten und das finde ich irgendwie so naiv, weil es ist ja der Kapitalismus, der die deutsche Kultur zerstört hat was auch immer die deutsche Kultur ist. Also da kann man jetzt darüber streiten, aber der Kapitalismus hat ja die vollkommen ruiniert. Ich war ja in Deutschland vor fünf, fünf Jahren, was weiß ich, zehn Jahren und alles schaut gleich aus. Schaut genauso wie bei uns hier in Österreich aus. Ja? Alles schaut gleich aus. Es sind die gleichen Geschäfte, es ist die gleiche Essen, gleiches Ding. Ich habe ich hab so lange gesucht etwas, ich wollte eine deutsche Spezialität essen. Ich habe gesagt, bitte führt mich irgendwo hin, wo ich was essen kann, was typisch deutsch ist. Ja? Hat man mir nichts zeigen können. Irgendwann habe ich irgendeinen Sauerbraten gekriegt oder irgendwas. Aber das war auch so halbherzig, ja. Es hat alles, der, der Kapitalismus hat schon alles zerstört. Die Leute da draußen, die hören nicht mehr deutsche Musik, die hören sich amerikanische Musik an. Die schauen nicht mehr deutsche Filme, die schauen amerikanische Filme, ja. Da, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, den hatten wir schon im ersten Teil unserer Reaktion, dass äh, ich finde, dass manchmal das Wort Kapitalismus das nicht unbedingt so. Auf den Punkt bringt, was er da sagen will. Nur in, inhaltlich stimme ich da natürlich zu, dass äh, das ja alles, dass alles, dass jede Stadt gleich aussieht, dass wir überall äh, ja, Handyläden, Bäckereien, Ketten und Dönerbuden haben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, und dann der Amerikanismus. Ich finde es nur schwierig, das jetzt rein auf dieses äh, wirtschaftliche Ding des Kapitalismus zu ähm, so schieben. Ich würde da wahrscheinlich andere Ausdrücke benutzen. Ne? Hm. Ja. Naja, Aber, ich, kann, ich fühle das natürlich trotzdem, was er sagt, das stimmt natürlich. Aber Kapitalismus, ja, nee, es ist, es ist mehr, äh, ja, das ist einfach das Problem, das, der Globalisierung, ne? Ja. Es wird alles gleich gemacht. Das hat natürlich unterschiedliche Ursachen. Das ist einmal äh, die, die, das äh, der das Ziel bestimmter Interessengruppen, Kulturen, Völker einzuebnen. Auf der anderen Seite gibt es Konzernen natürlich auch die Möglichkeit, profitabler zu sein. Weil, wenn du nicht für jedes Land extra Produ Produkte machen musst oder überhaupt nur in einem Land produzieren musst, sondern wenn einfach die ganze Welt dein Absatzmarkt ist, dann ist das natürlich viel profitabler. Das ist ja der Grundgedanke der Ketten. Ne? Ja, hm. zum, zum Leidwesen von allem. Ja, und das setzt sich am Ende natürlich durch. Das, was am profitabelsten ist, das setzt sich in unserer Welt leider einfach durch. Das ist, das ist so. Und dem kannst du dich nur entgegenstellen, wenn du diese Entscheidung aktiv und willentlich triffst, dass du sagst: Alles klar, ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, dass das, was ich will, nicht so profitabel ist, aber es ist schöner und deswegen will ich das. Ja, da bin ich auch der Meinung, obwohl ich ja sonst ja eher in die andere Richtung jetzt argumentiert habe, aber wenn es gerade auch um äh, die Gesundheit in einem Staat geht, weil wir jetzt gerade so das Beispiel der, der Ketten hatten, da waren ja, ja sogar Bäckereiketten, waren ja jetzt ein super, super Beispiel, dass die ja gar nichts mehr mit diesen alten Handwerksbäckereien äh, äh, zu tun haben. Und auch generell, wenn, wenn es um, 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 um ungesundes Essen geht, also quasi um etwas, wo du weißt, dass äh, deine Bürger, dein, dein Volk darunter... Vielleicht Geld sparen, aber äh, sich eben äh, kaputt fressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da äh, denke ich schon, sollte natürlich ein vernünftiger Staat durchaus äh, regulieren und auch wenn es da natürlich äh, finanzielle Einbußungen zur Folge hat. Aber ich, ich finde auch, das sollte natürlich so eine Art Pflicht sein, dass man ja eben auch äh, ja, auf seine Leute aufpasst, wenn man das mal so ganz blöd auf den ja. Punkt bringen will. Dass, ähm, das hatten wir ja vorhin auch, dafür glaube ich, dass. Thema der Zigarettenindustrie, der Tabakindustrie. Bei diesen Dingen denke ich schon und vor allem, dass man auch, obwohl ich eigentlich immer sehr gegen Verbote argumentiere, aber dass generell einfach Werbung für offensichtlich ungesunde Dinge, wo es faktisch bewiesen ist, dass man dem nicht auch noch Werberaum in der Gesellschaft überall bieten muss. Dann kann man natürlich auch nochmal Film und Fernsehen jetzt anfangen und mit Jugendschutz, aber, aber generell sollte bei so etwas mehr reguliert werden, denke ich. Weil da ist nicht jeder so mündig, dass er sich eben selbst äh, überall in, informiert. Das, das passt die Realität halt nicht ab, dass, dass jeder immer so vernünftig denkt. Ja, tatsächlich ja. denke ich, da müsste mehr gemacht werden. Ne? Mhm. Okay, dann. Der Kapitalismus hat das schon alles übernommen. Wie gesagt, der Markt. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es alleine das Wirtschaftssystem ist, was daran Anteil hat. Aber ich stimme auch zu, dass das äh, nicht unschuldig ist. Dass, dass eine ja, das eine gesellschaftliche Analyse darf nicht nur kulturell sein. Es hat, hat auch eine materielle Komponente und diese materielle Komponente hat langfristig auch, auch Auswirkungen auf die Kultur. Ähm, da gehe ich ja, mit. Mit, was die Wirtschaft damit zu tun hat, ist einfach, dass die Wirtschaft Stärkeren einfach den Markt übernommen haben. Äh, was Wirtschaft damit zu tun hat, ist auch zu, zum Beispiel, die Rechten regen sich immer über Flüchtlinge auf, ja. Ich meine, wer verursacht die Flüchtlinge? Die Flüchtlinge werden ja verursacht von den, von den kapitalistischen ja, Machenschaften, Moment, wo es Moment, einfach Moment. darum geht, äh, Ressourcen zu stehlen, damit man einfach sich bereichert. Ja, aber also, Und damit die, die meisten die Leute, die hier ankommen als Asylanten. Die kommen ja jetzt nicht ja. aus der Koltangrube im Kongo. Da mag es tatsächlich ein paar Verhältnisse geben, die für die, die zarte westliche Seele schwer erträglich sind, von mir aus. Aber, also nicht, wie gesagt. Na ja, die kommen aus Afghanistan und Afghanistan. Ja, die kommen aus, und Afghanistan, und aus und Afghanistan und aus Syrien und aus Tunesien. Das sind vor allem, ja. ich sag mal, relativ perspektivlose Jugendliche. Die werden auch in, also die werden auch in ihrem Land nicht verhungert. Die werden auch in ihrem Land. Äh, Relativ hätten sie normal leben können, auf sehr äh, materiellen materieller Grundlage. Die kommen jetzt nun ja, hierhin. Es, es ist Krieg bei denen jetzt. Also wenn man über Afghanistan und äh, Dings, Syrien... Ja, äh, äh, und äh, und aber das mit ist nicht der Krieg Grund, warum ist sie kommen. Das ist, das ist kein... Ja, es, Krieg an sich ist nicht der Grund. Materielle Perspektiven sind der Grund. Diese Leute haben ein... Ah, eine Hoffnung, so, meinst, hier, von, hier entweder einen besseren Job zu bekommen, das ist eine Sache, oder natürlich die Aussicht, selbst bei überhaupt nicht erfolgter Arbeit ein Gehalt zu kassieren, das selbst dem Durchschnittsgehalt ihrer Heimatländer weit überlegen ist. Natürlich. Du meinst, das jetzt, du meinst jetzt, warum sie nach Deutschland kommen, nicht warum sie fliehen. Warum sie fliehen, ist schon der Krieg die Ursache, aber du meinst, warum sie nach Deutschland kommen. Sie könnten ja auch woanders. Ach so, ja gut, dass die Syrer, das sagen, die jetzt heute ja. in der Türkei sitzen, wegen dem Krieg geflohen sind, okay, okay. Aber. Ja, dass die dann ja, durch 18 die, weitere die Länder marschieren nach Deutschland, das hat materielle Gründe. Ja gut, okay, aber die sind auch vor dem Krieg geflohen eigentlich. Aber dass sie weitergegangen sind, hat materielle Gründe, ja, gebe ich dir recht. Aber äh, das ist ja auch Kapitalismus wieder, weißt du? Ja, weil das ist sie wurden ja vertrieben, na doch, dann pass auf, ich erklär's dir, das ist ganz einfach. Der Krieg, der bei ihnen verursacht wurde, warum wurde er verursacht? Der wurde verursacht, weil man dort in dem Raum eine wirtschaftliche, also wirtschaftliche Interessen hat. Weil man einfach, warum ist man in den Irak eingefallen? Weil man die Ressourcen will, weil man einfach die, die, das Öl will. Und weil man einfach äh, dort äh, weiß nicht, wie viele zig Millionen, hundert Millionen oder wie viele Leute hat, die, denen man einen neuen McDonalds aufmachen kann. Ja? Ja, ich, also mehr schon. Das sehe ich zu monokausal. Ich denke für die Irak. Naja, aber das ist ja der Grund, warum er reingegangen ist. Man ist aus wirtschaftlichen und geostrategischen Gründen, die wieder wirtschaftlich motiviert sind, reingegangen. Es, es ist gibt keinen schon anderen Grund. Es, Na, ja, auf es welchem gibt, Grund? Es ist wirtschaftlich ja. Es gibt aber auch, also es gibt dabei, ich denke für den Irakkrieg zum Beispiel. Ja, von mir aus, okay, Kontrolle der Ölfelder, Halliburton-Aufträge, das mag eine Rolle sein. Genau, das ist genau, eine genau. Sache. Und, und äh, 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 wie sagt man, Steuergeldwaschen aus Amerika, genau das gleiche wie bei Afghanistan. Gut, genau klar, oder Ukraine, der Ukraine, ja. ja. Äh, ja, was auch immer, ja. Genau. Okay, ich will ja gar nicht sagen, dass das gar kein Grund ist. Klar, das ist ein Grund. Dann hatten wir äh, die außenpolitischen Interessen Israels, die in äh, Saddam äh, äh, also eine Gefahr gesehen haben und die einen großen Einfluss, deren Lobby einen großen Einfluss in, in Amerika, das hatten wir. Dann hatten wir äh, die, den Idealismus, also sowas wie John. Ich glaube Bolton oder sowas, der war ja zu dieser Zeit, dieses, dieses ganze neokonservative Movement stark auf den, ich sag mal, den ideologischen Spread von Demokratie ausgelegt. Klar, man kann sich jetzt fragen, hat das am Ende wieder selbstbereichernde Gründe? Äh, für einige ja, für viele auf der Straße wahrscheinlich nicht. Es war, gab aber aber auch immer eine, eine idealistische Komponente. Also zum Beispiel die Taliban-Kämpfer jetzt oder gerade der Krieg in Afghanistan. Afghanistan. Da hat man wenig Geld rausgeholt. Afghanistan hat eine sehr unterentwickelte Wirtschaft und auch in der ganzen Zeit, in der die USA da drin gesteckt haben, war die Wirtschaft sehr unterentwickelt. Also bis auf die Opiumproduktion ist da jetzt nicht groß was gestiegen. Aber es gab ja trotzdem Krieg und die Taliban haben trotzdem weiter Krieg geführt und das ist halt eine gewisse religiös motivierte Blut- und Bodenideologie, die sich nicht rein Moment. materiell erklären lässt. Also ich, ich verwehre mich dagegen, das zu monokausal zu sehen. Na Moment, aber woher kommen die Taliban? Die Taliban wurden ausgebildet von den Amerikanern als Truppen, die die, äh, ja, aber die waren ja schon Sozialisten da. bekämpfen sollten. Richtig. Die die Sozialisten bekämpfen sollten. Und die Sozialisten, warum bekämpft man Sozialisten als Kapitalisten? Na klar, weil die enteignen dich. Ja? Das darfst du nicht zulassen. Weil so hat man Islamisten instrumentalisiert. Denn IS haben auch die Amerikaner aufgebaut. Ja? Das heißt, natürlich sind das Kapitalinteressen. Das ja, sind immer Kapitalinteressen. Das ist, wie gesagt, da gehe ich nicht mit in dieser, in dieser Schärfe. Das spielt auch eine Rolle. Aber wenn du den hinterletzten äh, Taliban-Kämpfer im, im, äh, im SWAT-Tal fragst, Nein. warum er Taliban-Kämpfer ist, dann, so. dann ist sein Geld, dann ist, dann ist Geld nicht immer seine einzige Motivation. Dann ist der Wille Allahs und äh, Natürlich. der ja, Wille klar. der Tradition Natürlich. sozusagen auch eine Motivation. Natürlich, der Amerikaner, der durchschnittliche amerikanische Soldat, sagt ja auch, äh, yeah, wir bringen ihnen Demokratie oder irgendeinen Bullshit. Ja? Aber der ist ja nicht, der, der entscheidet ja nicht, wo eingefallen wird, in welches Land, weißt du? Ich rede von den Leuten, die das entscheiden, oder beziehungsweise Leute, die, die diese Politik vorantreiben. Denen ist das vollkommen klar, um was es geht, dass es da um Kohle geht, dass es da um, um Ressourcen geht, also auch wiederum Materialien für, für, für wirtschaftliche Zwecke und so weiter und so fort. Das ist denen vollkommen klar. Das wissen Sie. Es gibt keinen anderen Grund, Irak anzugreifen oder irgendwas. Ja, ich, also ich würde nochmal gerne auf die... Wie gesagt, wir sind uns in vielen Punkten ja nicht völlig uneinig. Eigentlich sogar eher einiger, einiger als man es erwarten würde. Ich würde aber nochmal auf die Demokratisierung zurückgehen. Man braucht ja auch ein Element, mit dem man Leute bestraft oder in, äh, sie ihnen einen negativen Wert gibt, ihnen was Negatives zutut, wenn sie einfach schlecht performen, im Sinne, also wenn sie einfach faul sind, wenn sie sich dazu entscheiden, den ganzen Tag äh, nichts zu tun oder, oder von mir aus für andere zu hintergehen, zu betrügen, gut, das ist eine Straftat, aber äh, es muss ja sozusagen auch einen ein, ein strafenden Aspekt der Wirtschaft geben, damit Ineffizienz abgestellt wird. Äh, man kann sich von mir aus fragen, zu welch, bis zu welchem Deg äh, Grad das reichen kann, aber an, wenn man das nicht tut, führt das halt zu, der Missallokation von Ressourcen und dann haben alle weniger. Das muss ja in dem demokratischen System auch gegeben sein. Und da sehe ich halt, dass immer, also ich habe mehrere Be Befürchtungen, was da passiert, aber das ist einer. Das ist einfach aufgrund von zu starken Garantien und zu starken Sicherungsmechanismen seitens des Staates für demokratische Betriebe, die in die Ineffizienz verfallen und trotzdem nicht pleite gehen werden, weil das ideologisch dem Staat der sich dann gebildet hätte. Nicht gut bekäme. Also es gibt da ein paar Punkte, die ich nicht so ganz verstehe. Wieso du glaubst zum Beispiel, dass Innovation dadurch vorangetrieben wird, dass man Menschen bestraft, wenn sie nicht innovativ sind. Also für mich, als jemanden, der kreativ arbeitet, das nicht wie Innovation funktioniert. Ich würde sogar sagen, das Gegenteil davon. Man, man muss Menschen ermutigen. Ich glaube, es sind schon, es gibt sehr viele. Wie soll ich das sagen? Es gibt sehr viele so Brainfucks, so richtige Brainfucks von den äh, Kapitalisten, die sie uns eingepflanzt haben ins Hirn. So zum Beispiel der Unternehmer trägt das ganze Risiko, oder eben so Innovation äh, kommt nur durch einzelne Leute, Innovation gibt es nur, wenn jemand investiert und und und. Also da gibt es sehr viele Lügen, wirklich direkt, um uns äh, um das System zu erhalten ja? und uns in der Knechtschaft zu behalten. Und äh, ich halte das für ein Bullshit. Ich glaube, jeder Mensch wird grundsätzlich geboren mit, einem angeborenen äh, mit einer angeborenen Neugier. Ja? Manch einer ist definitiv kreativer, der andere ist weniger kreativ. Ist okay. Aber ich glaube, wir haben alle eine angeborene Neugier. Und dann werden wir in Schulen gesteckt, wo das kaputt gemacht wird. Ja? Das heißt, wir werden für dieses System hier optimiert. Per Medien, per Schule, per äh, von oben herabgeredet von allen möglichen Institutionen und Vorgesetzten und Autoritäten. Ja, das ist, ist jetzt eigentlich ein ganz anderer Gedanke, äh, den er jetzt hier aufgreift, aber das ist auch sehr interessant, ha? diese ganze, diese, ja, was, die Frage, was war zuerst, das Huhn oder das Ei, ne? Macht, werden wir in dieses gesellschaftliche System hinein optimiert, wie er es gesagt hat, oder ergibt es sich einfach daraus? Äh, natürlich ist, aber das ist ja keine, ich, bei ihm klingt das immer so, ähm, als wenn das alles bis ins Tausendstel eingefädelt und geplant ist. Ich glaube aber auch eher, so wie der Schattenmacher das ab und zu versucht anzufügen, dass in ganz vielen dieser Prozesse so eine Eigendynamik liegt. Ne? Das eine passt sich natürlich mit der Zeit an das andere an. Das heißt aber nicht, dass irgendwo jemand sitzt, der sich genau denkt, an welchem Tag in der Schule welcher Unterricht gemacht wird, damit es am Ende bestmöglich dem Kapitalismus dient. Das ist ja Unfug. Sondern dass ähm, wir haben natürlich in unserer Vorstellungswelt, in unserer ja so wie wir es gewöhnt sind, bestimmte Prozesse die sich ähm, ja, gewohnt vollziehen und darauf richten wir dann bestimmte Dinge aus, wie zum Beispiel Bildung und so weiter. Und ich glaube nicht, dass da immer Bösartigkeit dahinter steckt. Vielleicht bin ich auch einfach zu naiv, aber ich glaube, in bestimmten Bereichen hat sich einfach hier und da so eine Dynamik entwickelt, die einfach nur logisch ist, dass, dass die folgt, weil, weil die einfach darauf passt. Ja, das, das ging auch letztens im ersten Teil schon ganz gut, finde ich. Das wurde einem schnell, schnell klar, dass Protopia die, diese Ansicht vertritt, dass alles durchgeplant ist, dass es da ein großes, Interesse und Ziel gibt und das ist, sind ja für ihn dann immer die, die Großkapitalisten. Deswegen habe ich auch den Vergleich gezogen, dass ich die Argumentation auch von manchen bei uns kenne: Wenn du so ein, zwei Wörter jetzt austauscht, ist es das gleiche hm. Modell. Äh, Finde ich auch so einfach gemacht. Also ich sehe eher, glaube ich, wie du, dass es ähm, einfach über so lange wie diese Gesellschaft jetzt halt schon existiert, so viele Jahrzehnte, dass sich da viele Prozesse auch einfach angepasst haben. Mhm. Ja. Ich bin bei ihm generell so ein Auf und Ab, auch gerade, wo man den Daumen hoch und wieder runter packen kann, was er da jetzt am Ende sagte und äh, als er den Unterricht und die Schule kritisiert hat. Und das wir natürlich so auf, auf Linie getrimmt werden, das sehe ich auch. Und ich bin generell ein Riesenkritiker von dem Bildungssystem. Da muss ich hier in jedem dritten Stream aufpassen, damit ich in Rage rede. Ähm, da, da, da läuft schon wirklich vieles falsch. Aber ich äh, sehe halt auch nicht bei jeder einzelnen Person, die ein Teil des großen Schachbrettsmuster ist und alles ist durchgeplant. Das denke ich nicht. Es, es wird sich natürlich aber angepasst. Die Leute sind äh, bequem und äh, folgen natürlich einem äh, einheitlichen mhm. Gedanke. Also das, das schon. Ja. Was, natürlich, was natürlich auch zwangsläufig passiert in aller Regel ist, dass wenn ein Weg zu einem System hineingeschlagen ist und sich auf allen unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen diese Eigendynamik entwickeln, dann verengt sich natürlich mit der Zeit alles auf dieses System hin. Das ist ja eine Zwangsläufigkeit, weil sich alles dahingehend anpasst. Und dann wirkt das natürlich so, als wenn irgendwo Puppenspieler sitzen, die das einfädeln. Nur, und da, da ist seine Kritik natürlich gewisserweise richtig, ähm, dass wir oftmals, naja, aber nicht, weil es, weil, weil da Puppenspieler sind, aber weil wir doch in einer gewissen Art und Weise getrimmt werden. Er, er sagt jetzt optimiert, ja. Ähm, ja, das kann man natürlich so sehen. Aber das ist meiner Ansicht nach, wie gesagt, nicht äh, irgendeiner Clique geschuldet, sondern diesen. Ähm, Gruppendynamiken, diesen Gesellschaftsdynamiken, die da entstehen. Natürlich, also ich will das auch nicht in Abrede stellen, natürlich sitzen da auch irgendwelche großen Konzerne, die äh, bestimmte Dinge wollen, das ist ja ganz klar, ja, die auch e ihre Interessen vertreten und die versuchen durchzusetzen, wo sie nur können. Nur dieser Zungenschlag, der da drin ist und diese Grundannahme, dass äh, irgendwo, also ich über, überspitze das jetzt mal, dass irgendwo einer sitzt, der bis nach unten hin alles. Einfädelt und dirigiert. So wirkt es ja in diesem Gespräch. Das, so geht das natürlich nicht. So funktioniert es natürlich nicht. Ich finde auch gerade all diese Leute, die, die denken, dass da eine Person oder eine Gruppe oder eine große Familie alles. Ähm Beherrscht. Das wird auch einfach den Menschen nicht gerecht. Also, das ist auch einfach so, 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 ähm, so, eine, so eine Fantasievorstellung. Äh, mhm. Alleine schon, dass es das überhaupt nicht möglich wäre, das so platt durchzuführen. Also, das ist mir auch immer eine viel zu einfache, äh, einfach gemachte Erklärung für die ganze Welt. ja mhm. Aber es läuft, ähm, ich glaube, da sind wir uns ja auch einig, natürlich auf das Gleiche hinaus. Denn wenn sich alles äh, bequem anpasst und äh, den gesellschaftlichen Kurs, der einmal vorgegeben wurde, mitträgt, dann. Haben wir es natürlich dahin, dass wir alle optimiert werden? Ja, klar. Also es ist natürlich, also die, das, also ich will jetzt auch nicht so wirken, dass ich jetzt äh, hier als zu naiv angesehen werde. Was natürlich vollkommen richtig ist, ist, dass diejenigen, die Einfluss macht und Geld haben und die gewillt sind, ihre Interessen umzusetzen, die machen sich äh, die Gewohnheiten und die Natur des Menschen natürlich zunutze. Beispielsweise seine Bequemlichkeit. Ja. Die wissen natürlich, wenn wir jetzt irgendetwas so oder so laufen lassen, dann wird sich das, ohne dass wir aktiv eingreifen müssen, schon in unsere Richtung entwickeln. Das ist aber, ich sag mal, wenn eine Organisationsstruktur eine gewisse Größe annimmt, ist das äh, wie in einem großen Unternehmen einfach äh, alltägliche Optimierung, ja, wie auch ein Produkt optimiert wird. So werden in der Gesellschaft natürlich dann auch Prozesse sozusagen optimiert. Und wenn man weiß, wie der Mensch tickt, dann kann man sich das natürlich zunutze machen, klar. Im Chat fiel gerade erstmal, müssen ein bei einem besseren Schulsystem die Menschen beweisen, dass sie so gut sind, wie er, es glaubt, bevor die Gesellschaft darauf angepasst werden kann. Ja, hm. wobei ich aber, wie gesagt, also bei der, bei der ganzen Bildungspolitik da schon den, die, die Kritik teile. Und es ist ja auch da auch nicht nur das. Politische, ah, ich glaube, wenn wir jetzt groß über das Thema reden, dann schweifen wir hier voll ab. Ne? <laughs> ja. Soll ich weitermachen? Ja. ja. Wir werden so richtig zugerichtet. Die ersten 20 Jahre werden wir nur zugerichtet, damit wir uns an dieses System äh, damit wir an dieses hier angepasst werden, weil es total widernatürlich ist eigentlich. In der ja, ich, ich das ist, ich habe da so ein bisschen ein Problem mit dieser Formulierung. Er hat ja im Grunde hat er ja recht. Nur, das wäre ja in jedem System genauso. Jedes System, das irgendwie ist, läuft natürlich darauf hinaus, dass die Nachkommen an dieses System auch angepasst werden, weil es ist ja halt das, was wir kennen. Ja? Wenn ich in den Schwimmverein gehe, dann lerne ich zu schwimmen, damit ich am Ende eben schwimmen kann. Ja? Wenn ich Fahrrad fahren lerne, dann läuft es darauf hinaus, dass ich irgendwann Fahrrad fahre. Und wenn ich eine ge bestimmte Gesellschaftsform habe, dann werde ich in dieser Gesellschaft so sozialisiert, dass ich mich in diese Gesellschaft einfüge. Das ist, das ist ja genau das, was ich eben meinte. Das ist ja nicht zwangsläufig etwas bösartiges, sondern das liegt einfach in der Natur der Sache. Und wenn die Gesellschaft jetzt anders organisiert wäre oder wenn wir andere Wertevorstellungen hätten, dann würde es genauso laufen. Ja, das ist also die Kritik setzt hier meiner Ansicht nach einfach an der falschen Stelle an. Das Schlimme ist nicht, dass wir für dieses System getrimmt werden. Wir würden für jedes System getrimmt, ähm, sondern das System an sich muss man dann natürlich äh, kritisieren. Ja, genau das ist das. Weil, äh, ja, wie du schon sagst, natürlich, in jedem, in jedem System würde man ja in der Schule und äh, später die Leute so formen wollen, dass sie in diesem System auch reinpassen, zufrieden sind und natürlich Eben. auch ihren, äh, ihren Nutzen für die Gesellschaft einbringen. Das ist ja. Es kommt, es, es kommt ja keiner auf die Idee und sagt, ja, wir haben jetzt ein System, aber ich erziehe unsere Nachkommen äh, für ein anderes System. Das ist ja Unfug. Es ist ja auch kein Schwimmlehrer und äh, da kommen die Kinder zu dir und äh, dann denkt er sich, ja, jetzt bringe ich den Fahrradfahren bei. Das ist ja Quatsch. Es sei denn, man ist so davon überzeugt, dass das System, für das ich selbst stehe, verantwortlich bin, so schlecht ist, dass es reformiert werden muss. Aber das, das, das machen die ja natürlich nicht. Ja, ja das, der Punkt ist genau, der Punkt ist nicht jede einzelne Mechanik in diesem System, sondern äh, dass wir ja überhaupt generell diese äh, Systemfrage hier stellen wollen und müssen. Ja, das genau. Ist, das ist der genau. Punkt. Ja. Wirklichkeit. Und ich glaube, wenn man das nicht tun würde, sondern den Menschen erlauben würde, frei aufzuwachsen und sich frei zu entfalten und dem nachzugehen, was wirklich in ihm als Mensch steckt, hm. ich glaube, wir hätten eine Gesellschaft, in der die Menschen miteinander kooperieren und sich gegenseitig unterstützen und nicht fragen, wie viel kostet das und nicht fragen, wie kann ich den bestrafen oder die auch herumliegen und faul sind, das glaube ich nicht. Ich glaube, diese Leute, die nichts tun wollen und herumliegen und faul sind, sind Leute, die nicht gebrochen wurden. Die gesagt haben, okay, das ist hier alles Bullshit. Die, ihr, ihr schubst mich die ganze Zeit, macht das, macht das, macht das, macht das, mach das. Ich will nichts. Ja, fuck that. Das macht keinen das Sinn. Das Problem ist, ich denke, das ist nur eine Subgruppe. Ich selbst habe auch keinen Bock auf Karriere. Ich selbst habe auch keinen Bock, mich in irgendeinen Betrieb zu stellen. Sicher, ich habe eine Ausbildung, die mir ein hohes Gehalt in irgendeiner Firma sicherlich garantieren würde. Aber ich habe keine Lust auf diese Kultur. Ich habe keine Lust, das jeden Tag zu machen. Ähm, genau. genau. Okay, klar. Das warum ist ein, musst du das, das überhaupt jeden Tag machen? Wieso machst du das nicht einen ein Tag in der Woche? Ja, das ich sage dir warum nicht. Und Deswegen, weil die Leute profitieren wollen. Das ist der einzige Grund. Irgendein Dude hat mal ausgerechnet, es würde reichen, wenn jeder von uns vier Stunden in der Woche arbeitet. Und alle Arbeiten, die wir zum Überleben brauchen, sind gesetzt. Sehr theoretisch. Das müsste man gucken, wie sie das in der Praxis gestaltet. Ich glaube erstmal nicht dran. Das Problem ist halt, ich mache ja trotzdem was. Ich, mach, ich will nur halt lieber unter ja. eigener Regie sozusagen arbeiten oder unter, unter und mit Leuten arbeiten. Die ich persönlich kenne, zu denen ich eine persönliche Beziehung habe, halt mehr in Clan- und äh, Mafia-Bezügen, wenn man das mal äh, ein bisschen lustigerweise so ausdrücken äh, wollte, ja? Also, ich sag mal so, der Toni, der bei der Mafia arbeitet, äh, der arbeitet jetzt vielleicht in einem illegalen Betrieb, aber der, also der kennt zumindest die Leute, mit denen er zu tun hat. Ja? Da sind alle Verträge sozusagen Handschlagverträge. Da gibt es eine gewisse Kultur. Die Leute verstehen sich vielleicht nicht immer, aber die haben immer noch äh, ein gewisses Maß an, an Gemeinsamkeit und, und, und Respekt aus, äh, ausgebildet, das in der normalen Corporate Culture nicht vorkommt. Ähm, ja, du beschreibst einen demokratischen Betrieb praktisch. Ja, schon. In, also Zumindest ein Betrieb, der sich von dem unterscheidet, was wir so haben. Wo es andere Anteile daran gibt. Also wenn ich das mal wohlwollend interpretieren wollte, die vor, der vorkapitalistische Arbeitsmodus, also vor der Großindustrialisierung im 18. Jahrhundert, war, dass die meisten Menschen im Rahmen ihrer Familie und ihrer Freunde gearbeitet haben. Die sind nicht weit von hm. zu Hause weggegangen, die sind in ihrer Gemeinschaft geblieben, haben sich unterhalten, haben gearbeitet nach eigenen Vorstellungen, nach einem eigenen Zeitplan. Die sind ja auch nicht faul gewesen, die meisten. Ähm, ja. Aber es gab natürlich auch das bestrafende Element. Äh, also erstmal auch die Steuern waren damals deutlich niedriger, also auch unter den irgendwelchen Königen und Fürsten waren die Steuern nie so hoch wie heute. Aber es gab halt auch das bestrafende Element, wenn die nicht Himmel gemacht haben, wenn die nicht gearbeitet haben, sind sie tatsächlich verhungert. Und in einer Gesellschaft, die heute so bürokratisiert ist, da sehe ich halt die Gefahr, dass man das eben einfach nicht zulässt und dass es dann Leute gibt, die vor allem, wenn sie aus anderen Kulturen kommen, denen ein anderer Wind weht. Da sehr hart mit umgehen werden, da sehr ausnutzen werden auf Kosten, auf dem Rücken anderer, diese, diese Mildtätigkeit, was wir jetzt auch jetzt schon sehen, äh, und, und diese Logik einfach bis an ihre Grenzen ausreizen. Es braucht ein bestrafendes Element für Ineffizienz. Also nicht nur für Faulheit an sich, sondern auch einfach für Ineffizienz und Dummheit. Manchmal kommen Menschen auf Ideen, die, sich, die einfach falsch sind. Und dafür braucht es ein bestrafendes Element, sonst setzt sich halt Wahnsinn durch das glaube ich nicht. weißt du was? ich glaube, ja, vielleicht jetzt so wie wir heute drauf sind, wie wir heute indoktriniert sind, braucht es das wahrscheinlich. da hast du recht. aber ich glaube, man muss die menschheit anders denken insgesamt. ja, weil die frage, warum jetzt frage ich wieder warum sind menschen überhaupt wie du richtig gesagt hast früher hat man im kreis der familie gearbeitet, freunde hin und her innerhalb der stadt. man kennt alle. so irgendwie dings und heute sind alle verstreut. jeder arbeitet irgendwo. warum? Ganz einfach deswegen, weil das kapitalistische System funktioniert so nun mal der Tragreicher für die Kapitaleigner. Ja, äh. ich meine, das klingt in gewisser Weise, kann man das so aufnehmen, dass es logisch klingt, aber ich meine, wann, dieser Prozess fing doch schon damit an, dass du, ich meine, früher war es so, vor der Industrialisierung war es so, du hattest irgendwo dein Haus, das hast du dir selbst gebaut oder deine Hütte, deine, ich sag mal deine Lehmhütte und dann hast du um dein Haus herum, bestenfalls hast du dich natürlich irgendwo an äh, Flecken Erde mit Wasser niedergelassen und dann hast du da deinen Kram angebaut. Dann hast du den ganzen Tag gearbeitet, damit du essen konntest, ja? So und mit dem Aufkommen der Industrialisierung sind die Leute haben sich eben Städte gebildet. Du bist in die Stadt gezogen, weil du Gearbeitet hast, so dann hast du dein Essen nicht mehr angebaut, sondern hast irgendwo gearbeitet, hast Geld verdient, mit dem Geld hast du dann dein Essen gekauft. Ist das schon der Beginn des Prozesses, den, den er hier kritisiert? Weiß ich nicht, aber das lässt sich doch alles nicht mehr zurückdrehen. Das, das ist einfach eine Entwicklung, die das ist mir einfach zu romantisch, ne? zu weltfremd, zu, zu weltfremd, genau. Auch diese, diese Einheiten, dass wir jetzt ja nicht mehr in diesen kleinen Einheiten zusammenleben, wo das überhaupt machbar ist. Schattenmacher hat ja auch eben noch einmal ja. kurz auf diese Loyalitätssache angespielt, als er da meinte, der Typ in der, in der Mafia, ja, genau, weil diese, diese ähm, wenn diese Loyalität nicht gegeben ist, dann haben wir eben das, was, was wir jetzt haben. Ja, aber ich finde, was äh, Erwin da sagt, auch, das ist halt eine sehr romantisierte... Form von einem Zusammenleben, das so nicht mehr in einem großen Stil möglich ist. Ne? Man kann ja. sich man kann immer in einer kleinen Gruppe, da was machen, aber ja, das ist aber man kann eigentlich das, eine ähnliche, ähn, auf der einen Seite eine ähnliche Kritik, wie man das ja auch bei den Libertären oft sagen kann. So. Da ein paar ja. Gleichgesinnte können sich ihren eigenen Staat da schon schaffen, aber es <laughs> funktioniert nicht, eben nicht mit allen. Ja. Man kann diesen Zustand ja kritisieren. Ne? Man kann ja sagen, das gefällt mir nicht. Ich finde die Vorstellung, dass man in seiner Hütte lebt und sich selbst sein Zeug anbaut oder irgendwie wieder in kleinen Gemeinschaften zusammenlebt, ich kann das verstehen. Ich kann das menschlich total verstehen, dass man sich die Welt lieber so vorstellt. Ja. In kleinem Stil für sich würde ich das ja auch jedem raten, der es kann, der eben nicht in der, in der Großstadt ja. ist. Natürlich ist es. N nur, mögliche, so, nur so besser. ist die Welt und so ist die Gesellschaft eben heute nicht mehr strukturiert. Ne? Wer sich aus dieser Gesellschaft ausklinken kann, schön, der soll das machen. Dem gönne ich das. Ja. Nur für die allermeisten ist das halt eine Utopie. Das, das, das hast du auch in vielen Themen. Das hat man ja auch bei, wenn es um Gesundheit oder diese ganze Ernährungs- oder Veganismus-Debatte geht, was du den Leuten dann immer sagen. Ich meine, die, die meisten, die in den Großstädten wohnen, die gar nicht diese, diese Möglichkeiten haben. Also ich äh, ähm, unterstütze ja diese ganze Selbstanbauer-Sache und mache ein eigenes Ding. Aber wie du schon sagtest, das können wir ja nicht, das können wir nicht auch die Gesellschaft projizieren, sondern das können halt nur die Leute machen, die sich das äh, erlauben können. Ne? Ja, ja, The ja. Theorie und Praxis eben. Mhm. Ich guck nur gerade den Chat. Ah, da geht es auch gerade um Selbstanbauen, ne? alles klar. Okay. Dann ja, machen wir weiter, ne? Ja. Ja. Der verdient einfach mehr Geld, wenn er seine Fabrik outsourced nach Thailand. Und dann bist du arbeitslos auf einmal. Ja. Oder der verdient einfach mehr Geld, wenn die Fabrik nicht mitten in deiner Stadt steht, sondern in einer anderen Stadt. Dann musst du halt umziehen oder du suchst dir einen anderen Job. Oder. Weißt du, was ich meine? Du baust dein Essen nicht mehr mit deiner Familie. Hm. Du, hast, du hast sowas nicht. Du gehst in den Supermarkt und kaufst dort dein Essen, weil das ist so. Verdienen sie mehr an dir. Sie würden an dir nichts verdienen, wenn du dein eigenes Grundstück hast. Und so weiter und so fort. So. Also, das heißt, dieses ganze System ist schon mal korrupt. Und deswegen sollte dieses System weg, weil ich, ich wünsche mir auch eine Welt. Ich glaube an eine Welt, in der die vollkommen so ist, dass jeder in seinem, wo du geboren wirst, da arbeitest du. Und du kannst jederzeit auch woanders hingehen und arbeiten. Kein, kein Ding. Aber normalerweise nicht. Normalerweise wächst du halt auf in deiner Familie und deiner Umgebung. Aber wenn du neugierig bist und dir denkst, hey, was ist hinter diesem Berg, geh halt, schaust dir an. Und wenn du denkst, was ist hinter diesem Meer, geh halt hin, schaust dir an. Und ich glaube, wenn du so unterwegs bist, wirst du auch kein Ding in dir haben, dass du irgendwo in ein fremdes Land kommst und dir denkst, hm, wie nütze ich hier die Scheiße aus? Weil es ist praktisch das gleiche System wie bei dir, zu Hause und zu Hause hattest du schon alles. Und du musstest fürs Essen arbeiten oder ja, hast du hier auch. Und im Endeffekt ist nichts anders. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du wieder nach Hause zurückgehen. Oder auch nicht. Wenn es dir gefällt, kannst du bleiben. Ist vollkommen egal. So ein System wünsche ich mir. Ja, wo, wo, aber das, das gibt es heute nicht. Das ist heute unmöglich. Heute musst du dorthin gehen, wo du am meisten selber profitierst und wo die anderen am meisten von dir profitieren. Warum? Damit sie sich bereichern und damit du überleben kannst. Also dafür, dazu zwei Punkte. Einmal, ja, ich sehe da eigentlich, spielt, spielt aber auch die technologische Entwicklung, die, die jenseits des Kapitalismus äh, stattfindet. Also, ähm, die Sowjetunion mag von mir aus autoritär gewesen sein, das, wie gesagt, aber sie war nicht kapitalistisch. Es gab keinen freien Markt. Ähm, man konnte kein Unternehmen gründen und reich werden und Jeff Bezos werden in der Sowjetunion. Und dennoch hat die Sowjetunion. Langsamer und nicht so weitgehend wie die Vereinigten Staaten, aber dennoch deutliche technologische Entwicklung erlebt. Ja? Also 1917 also, gab es der Sowjetunion keine Computer und 1980 sehr wohl. Äh, Entschuldigung, aber die Sowjetunion, äh, sie waren auch die ersten Weltraum und so, aber die Sowjetunion war sehr wohl kapitalistisch. Wieso war die Sowjetunion? Kapitalistisch? Sie haben, weil sie einen Trick gemacht haben. Also rein objektiv betrachtet, aus wirtschaftlich, also wirtschaftspolitischer Sicht, betrachtet, waren sie kapitalistisch. Weil was sie gemacht haben ist, sie haben äh, den parteifunktionären die ganzen betriebe gegeben. das heißt, es war ein staatskapitalismus. es war nicht ein privatkapitalismus, wie hier bei uns ein einzelner unternehmer besitzt ein konzern, sondern die parteielite eines staates besitzt ein konzern. aber das irgendwie so verkauft wird, als das gehört dem volk. aber in wirklichkeit gehört es der parteielite und dem staat. wir können uns und über die Tatsache das war eigentlich, eigentlich genau betrachtet, wirtschaftlich betrachtet, war das staatskapitalismus. Also über die Beschreibung an sich, da gehe ich d'accord, Ich würde es halt nicht Kapitalismus nennen. Ich würde das dann ideologisch gesicherten Feudalismus nennen. Ich würde es auf jeden Fall anders benennen. Äh, für mich gehört zum okay. Kapitalismus ein freier Markt. Aber über die Beschreibung an sich sind wir uns einig. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Ich will damit nur sagen, auch also in der auch, Wirtschaft nennt man das Staatskapitalismus. Okay, eigentlich. aber also zumindest es gab also zumindest Fake deutliche differenzen in der wirtschaftlichen praxis der sowjetunion und der vereinigten staaten. ich denke das ist auch klar es gab keine freie unternehmengründung in der sowjetunion es gab nur staatlich regulierte äh, ja, betriebsgründungen oder, oder was auch immer. Nein, es gab schon Privatunternehmen, aber nicht viele. Ja, es, genau, es gab also klar, es gab, es gab auch in der DDR ein paar Millionäre, aber wie gesagt, wirklich nicht viele. Und alle Großunternehmen und vor allem alle zentralen äh, Wirtschaften, äh, wirtschaftlichen Aspekte, Ölindustrie, äh, Montanindustrie, waren nicht privat in, Eigen in Eigentum, sondern in staatlichem Eigentum. Also, wenn man ja. Anteil daran haben wollte, musste man in der Partei aufsteigen, man konnte es nicht selbst gründen. Genau. Aber dennoch haben auch die, wie gesagt, hat auch die Sowjetunion deutliche technische Fortschritte hervorgebracht. Und ich denke, das Problem, ist, ich denke ich, ist auch viel von dem, was wir beobachten. Es ist nicht nur Kapitalismus, nicht nicht nur Besitzverhältnis alleine. Das ist auch ein bisschen die ungewollte Versklavung des Menschen durch die Technologie, die er erschaffen hat. Also Kaczynski gibt ja immer das Beispiel oder gerne das Beispiel mit dem Auto. Also wenn das erste Auto erfunden wird, das hat für den Besitzer nur Vorteile. Er kann weiterhin zu Fuß gehen wie alle anderen oder nimmt das Auto. Also, wenn er mal schnell irgendwo hin, hin will. Aber sobald das Auto Massenware wird, sobald das Auto zum Gemeingut wird, sobald das Auto technisch sich etabliert hat, wird, passt sich das Leben des Menschen an das Auto an. Die, die, die Wege werden viel länger. Wie gesagt, mhm. die Erwartung, dass Leute zu ihrem Arbeitsplatz fahren, der 30 Kilometer weit weg liegt, etc., genau. die ist auf einmal geschaffen. Und die ist nicht nur geschaffen, die ist auf einmal, wird einfach auf einmal zur Pflicht. Aber das hat ja niemand. Sozusagen gewollt. Der, der finde, das Auto hat ja nicht diesen perfiden Plan im, 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 im Kopf, die Welt für alle schlimmer zu machen. Aber dennoch ist oh, es so nein, gekommen. Nein, aber diejenigen, die ihn finanziert haben, die haben einfach gesagt, hm, das könnte. Mhm. Ja, es ist, das ist, das kommt, das, das kommt ja einfach immer wieder durch, ja, so dieser dieser Annahme, dass selbst äh, derjenige, der dem ersten Autobauer Investitionen gegeben hat, nur deswegen, damit er dann im späteren Verlauf in kapitalistischer Manier ausbeuten kann. Das halte ich einfach, das ist, das ist mir wirklich zu eindimensional. Dass sich daraus dann wiederum, wie wir das eben schon mal hatten, eine gewisse Dynamik entwickelt, ja, klar, das glaube ich. Ne? Da entstehen natürlich schnell Interessen und äh, aber da, da bin ich auch auf der Seite vom Schattenmacher. Das, das wird sich der Erste nicht gedacht haben. Oh, uh, ich entwickle jetzt ein Auto und damit kann ich dann später Leute ausbeuten. Ist klar, wenn jemand eine technologische Erneuerung sieht und ich sag mal gewinnstrebend veranlagt ist, dann sieht er natürlich immer Investitionsmöglichkeiten. Das ist natürlich auch klar. Ich fand das, das Beispiel vom Schattenmacher deswegen so genial mit dem Auto, weil da finde ich, kann man ganz gut ähm, dran sehen, dass das schon ein bisschen absurd ist, wenn dann der Erwin sagt, von wegen, ja klar, aber doch die, die Leute, die das erste Auto gebaut haben, hatten da schon die, wer weiß was für eine Absicht. Also gerade an der Autoentwicklung kann man, doch, kann man doch sehen, wie sich ein Prozess in der Gesellschaft völlig verselbstständigt hat. Also ja. optimales Beispiel, was für einen Schattenmacher spricht, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, schätze ich hier gerade, guter Gedanke vom Schattenmacher. Marktwirtschaft bringt technischen Fortschritt und an diesen passen sich die Menschen an. Ja, genau. Und egal, wie wir jetzt den Fortschritt äh, definieren, ob wir den jetzt als positiv oder negativ deuten, aber wenn er da ist, kann er nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es geht immer weiter. Und natürlich passt sich die menschliche Realität daran an. Geht ja gar nicht das, anders. Deswegen kommt alles. Es, ich ich sage immer, es kommt alles. Es dauert vielleicht etwas länger. Manchmal mit bestimmten Entwicklungen, aber Entwicklungen, die angedacht sind, die irgendwann mal angestoßen wurden, die kommen. Und die kommen immer dann, umso schneller, je bequemer es für die Menschen wird. Das ist einfach so. Das kannst du nicht aufhalten. Man, wir können nur entscheiden, wie wir am Ende damit umgehen. Aber verhindern werden wir das nicht. Genauso wenig, wie wir die fortschreitende Digitalisierung verhindern und so weiter und so fort. Das wird alles kommen. Das wird alles kommen. Alles. Genau. Die einzige, einzige Option, die wir haben, ist, wie wir damit umgehen und wie man sich da anpasst und, und wie man es eben auch für sich nutzt, egal ob jetzt im Kleinen oder eben jetzt als äh, ja. Ja, jemand, der genau. die Entscheidungshoheit hat. Da kann ich nur immer wieder empfehlen, die äh, Serie Black Mirror, falls sie jemand kennt, zeigt uns ja, kenn wunderbar, ich. wo wir uns hinentwickeln. Ja. Hm, kenne ich, ja. Kennst du auch? Sehr gut. Ja, ich kenne die, ja. <laughs> Wenn wir dafür nützen, um die Leute schneller äh, zu bewegen. So ist ja die Fließbandarbeit und alles entstanden. Die ganze Überlegung war schon von seit Adam Smith und schon vorher. Ja, war ja die ganze Überlegung äh, so Arbeitsteilung. Wozu Arbeitsteilung? Weil es effizienter ist und man mehr Geld verdienen kann in kürzerer Zeit. Ja, gut, aber wozu... es ist ja auch effizienter. Das ist ja das Problem. Also, also ja, ja, genau, klar, klar. klar. Und äh, wozu Straßen bauen? Ja, weil es effizienter ist und wir so mehr Geld verdienen. Wozu überhaupt irgendwas machen? Naja, weil wir mehr Geld verdienen. Und wir ist nicht wir alle, sondern diejenigen, die schon äh, Kapital besitzen und denen die Firmen gehören. Die verdienen das fucking Geld und wir arbeiten für sie und verdienen dieses scheiß Geld für sie. Und äh, diese Ausbeutung von uns muss aufhören. Ja? Weil irgendwann haben sie dann angefangen, ob, obwohl, weißt du, die Technik wäre heute schon viel weiter. Man könnte ja irgendwie so, man baut heute absichtlich geplante Obsoleszenz, ja. Man baut ja Drucker, die absichtlich in zwei Jahren kaputt gehen, damit du dir einen neuen kaufst. Ja? Was bedeutet das? Das bedeutet, irgendein Arbeiter muss diese scheiß Drucker herstellen, ich muss länger arbeiten, um mir neue Drucker zu kaufen. Warum? Einfach damit irgendwelche Wichser Geld daran verdienen. Ja, da habe ich A Nicht, dass es das nicht gibt. Es gibt geplante Obsoleszenz, aber ob das jetzt der entscheidende Faktor ist, ich habe Zweifel daran. Nein, es ist das Prinzip. Ich meine nur, es ist so ein typisches Prinzip des Ganzen. Es geht nur um Bereicherung. Ich habe aber ich habe ernste Zweifel, dass unter einem anderen menschlichen Paradigma zu handeln, die Technologie sich schneller entwickelt hat. Ich denke, hm. es könnte eben wirklich so, so sein, dass wir eben den, schnellsten, den Weg der schnellsten technologischen Entwicklung gewählt haben, aber das halt auch Kosten hat und Preise mit sich bringt. Und aber die werden spürbar, aber ja immer der spürbarer. Hm? Aber Wir haben ja nicht den Weg der schnellsten Entwicklung. Wir haben den Weg der profitabelsten Entwicklung für Einzelne. Wir haben nicht den Weg der schnellsten Entwicklung. Die Entwicklung könnte viel schneller sein. Wir könnten ja viel, viel schneller vorbei. Schau, ja ganz einfach, es ist logisch. Wenn, wenn wir zehn konkurrierende Firmen haben und alle arbeiten an Produkt X, ja, und da muss man halt Innovation einbringen, damit man irgendwas herausfindet. Ähm, wäre es nicht sinnvoller, alle arbeiten zusammen an dem Scheiß? Nein. Würden wir da nicht was Besseres herausfinden? Würden wir da nicht schneller rauskommen? Würde es dann nicht kostenlos für alle sein? Wäre das dann nicht einfach äh, der Vorteil der Weltgemeinschaft? Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Konkurrenz ein effizienterer. Katalysator von technischer Entwicklung ist. Das Ding ist halt, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diese schnelle Entwicklung weiter will. Also, wenn du mir jetzt von mir aus sagst, wenn, wenn wir jetzt alle Unternehmen zusammenarbeiten, dann kriegen wir noch schnellere technische Entwicklung. Ja? Ich glaube nicht, dass es so ist, aber wenn es so wäre, dann würde ich, müsste ich mich ernsthaft fragen, ob ich das wollte. Hm. Das Problem ist nämlich, mit, den, mit der technologischen Macht, mit der wir jetzt schon vertraut sind, kommen wir schon kaum noch klar. Also, wie gesagt, so viele gesellschaftliche Parameter, also, fliegen gerade in den Keller, ja, Demogra Demografie und menschliches Glück und Depressionen, was auch immer alles, ja äh, und das ist maßgeblich durch die Technologie mit verursacht, die wir benutzen und jetzt eine noch schnellere Entwicklung einzuführen die, die wir noch weniger überblicken können also das ist einfach ein Schachspiel, in dem die Züge das immer, immer schneller gehen, das, das, das halte ich schon mal für, für wenig erstrebenswert. Wird dieser ganze Scheiß, der uns passiert, tatsächlich durch die Technologie verursacht oder durch die Art, wie wir die Technologie einsetzen? Natürlich hat das mit der Art der Technologie, wie wir die Technologie einsetzen. Ich glaube halt nur nicht, dass der unkritische Blick, den die Menschheit auf die Technologie bisher hat, sich rein auf Besitzverhältnisse gründet. Das ist auch einfach ein kulturelles Paradigma. Seit dem, seit dem Jahr 1800 im Wesentlichen. Jede Technologie, die wir entwickelt haben, jede, wurde sofort eingesetzt, kam immer sofort zum Einsatz. Es, ich ich kenne kein einziges Land und keine einzige Erfindung, die gemacht wurde. Vielleicht das Klonen von Menschen. Vielleicht das. Äh, wo man, wo man technologisch so weit war und dann nicht wirklich sofort schon direkt zu ist äh, zur Anwendung und das Klonen von Menschen, das hat man eigentlich nur deshalb nicht gemacht, weil es keinen offensichtlichen großen Sofortnutzen gibt. Wir da muss ich einmal kurz äh, reingrätschen und mhm. zwar ich finde zwei Dinge und zwar zum einen glaube ich nicht an äh, das, was Erwin da sagt, dass äh, die Entwicklung schneller und äh, besser wird im Sinne von einer Weltgemeinschaft, die alle zusammenarbeiten. Also man sagt ja auch Konkurrenz belebt das. Geschäft, also da stehe ich auf jeden Fall auch bei der Argumentation vom Schattenmacher. Aber dazu kommt aber auch, dass ich sehe, immer schnellere Entwicklung halte ich auch tatsächlich für problematisch, da wir haben ja mittlerweile gerade das, das Internet und wie, wie schnell sich jetzt alles entwickelt, und man merkt ja, die Menschen können damit gar nicht umgehen. Ich glaube, Schatti war auch derjenige, der eben persönliches Glück und Depression und sowas eingeworfen hat. Da sehe ich schon. Große, ähm, auf jeden Fall auch Hauptursachen durch diese Technolo Technologien. Damit meine ich jetzt natürlich weniger das Autofahren, sondern da rede ich jetzt eben auch von den ganzen äh, Online-Strukturen. Und ich denke schon, dass ähm, ja, ich denke, dass wir oder dass der Mensch für viele Sachen noch nicht bereit sind, ist, die wir jetzt aber durch verschiedenste ähm, Apps und Internetkulturen schon haben. Und dadurch hm. entsteht, glaube ich, äh, ein großes Leid bei auf jeden Fall sehr vielen Menschen, ja. Ja, das stimmt. Man kann ja platte, platte Beispiele allein schon die Leute, die diese ganzen Kommentarfunktionen nicht verstehen im Internet und wirklich denken, sie können äh, eine Meinung von jemandem klein halten, indem sie den dann irgend so eine, eine Hastiraden, Shitstorms, negative Kommentare drunter schreiben. Daran merkt man ja schon, dass, dass viele Menschen das ganze Prozess überhaupt nicht verstehen und dass es nur um, um Reichweitengenerierung geht und dass du natürlich immer denjenigen, den du im Internet angreifst, in Wirklichkeit einen Gefallen tust, weil auch jeder schlechter Kommentar sorgt dafür, dass der Algorithmus die Videos pusht. Um jetzt nur mal ein kleines Beispiel zu, zu nehmen, wo ich wirklich jeden jeden Tag sehe, dass die Leute das nicht checken. Ne? Ja, ja. Oder diese ganzen äh, Schönheitsideale und diese ganzen äh, Filter. Ich bin ja ein ganz großer Gegner von, von Instagram, da muss sich der Chat ja auch jede Woche was zu so anhören, dass es da jetzt ja so viele Menschen gibt, die sich mittlerweile als so hässlich empfinden, dass sie sich überhaupt nicht mehr äh, zeigen wollen. Es gab ja. Es gab ja viele, die gesagt haben, während der äh, Corona-Zeit, das war ja super, dass sie mit Maske rausgehen konnten. Also, es, es ist ja völlig verrückt geworden. Ne? Das hat, betrifft natürlich jetzt mehr die neueren Generationen. Hm. Aber ja, der, der Mensch ist da gar nicht bereit zu den, zu den Dingen, die wir da gerade herstellen. Ne? Ja, das stimmt. Okay. Würde es den geben, hätte man das auch schon eingesetzt. Und. Das, ich da ich sehe du? das nicht nur durch die Besitzverhältnisse gegeben. Aber du, du redest doch selber von, 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 von ähm, wie hast du es gerade genannt, dass es keinen <laughs> Nutzen, dass es keinen großen Nutzen hat. Was ist dieser Nutzen? Wie schaut dieser Nutzen aus? Der, der ist doch finanzieller Natur, oder? Es wird doch nichts durchgewunken, was nicht äh, finanziell, wovon nicht irgendwer profitiert. Was heißt durchgewunken? Wir leben halt in einem System, in dem die Dinge, die, die einem Menschen Geld einbringen und damit Status, und der Mensch nun mal nach Status strebt, ähm, automatisch geschehen, solange keine keiner Einheit gebietet. Ja, genau. Und das ist halt, äh, ich, ich hätte aber gerne andere äh, Bestrebungen, wonach der Mensch sich richtet. Ja? Mir wäre das lieber. Ich, ich mag das nicht, dass Menschen einfach so da draußen sich nach Status richten. Ich mag es nicht, dass da draußen... Äh, Instagram danach organisiert ist, wer besser twerken kann oder wer sich besser <laughs> ausziehen kann oder ich weiß auch nicht was. Sondern es sollte irgendwie eher darauf ausgelegt sein, keine Ahnung, wer intelligenter ist oder wer fähiger ist. Aber das oder ist so das, was ist du jetzt das? gesagt hast, wo ich wieder mal nicht abgeneigt bin. Aber hast du jetzt gesagt, das ist ein uraristokratischer Gedanke. Das ist der Gedanke, dass fähige, einsichtige Männer für die Gesellschaft entscheiden, was. Ideale sind, die anzustreben sind, und was Ideale sind, die zu meiden sind. Das ist doch nichts anderes, was du jetzt betreibst. Ich glaube, ich glaube dass das die Ideale wären, die sich automatisch aus einem Menschen heraus ergeben würden, wenn man ihm nicht äh, diesen Dreck einredet, dass er sich da die ganze Zeit verkaufen muss. Das ist das. Ich glaube, so würde der Mensch sich. Jetzt. Das ist das Gleiche. Ich hatte ja mal so einen Film gemacht, warum. Zum Thema Libertäre. Ne? Das ist genau das Gleiche. Das. Das Problem ist und bleibt immer wieder die Natur des Menschen. Das ist einfach eine Utopie, die er aufbaut. Ja, wenn man den Menschen nur in Ruhe lässt, dann wird alles gut und schön. Das funktioniert einfach nicht, weil es zur Natur des Menschen gehört, dass es darunter welche gibt, die darauf aus sind, die, da, die tatsächlich darauf aus sind, andere auszubeuten und hinters Licht zu führen. Und wenn du jetzt alle... Wenn jetzt alle schön, romantisch miteinander leben, dann gibt es halt immer diese wenigen, die die Masse ausnutzen, hintergehen, äh, ausbeuten und was auch immer. Und deswegen wollen ähm, gerade Liberteria totale Freiheit, weil sie genau wissen, dass die wenigen, die stark sind und sich durchsetzen, sich die anderen zur Beute machen. So funktioniert das eben. Und das wird, in so einem, das wird in so einer Gesellschaft auch passieren. Wenn du alles einfach laufen lässt, dann werden sich immer wenige durchsetzen. Es wird natürlich auch welche geben, die honorige Ziele haben, die tatsächlich etwas Besseres wollen, etwas Edleres wollen. Die wird es auch geben. Aber in aller Regel werden sich einfach die durchsetzen, die einfach ja, ihr Ding machen wollen. Und sich überlegen, wie sie die, die Masse dafür ausnutzen können. Das wird immer passieren. Deswegen brauchst du einfach dieses Regelungsmonopol. Du brauchst jemanden, der wacht, der Ordnung schafft und Ordnung hält. Das geht einfach nicht ohne. Und wenn du das nicht vorsiehst, wird sich das zwangsläufig mit der Zeit entwickeln. Das ist einfache Gruppendynamik. Das wird einfach passieren. Das ist, auch das liegt einfach in der Natur des Menschen. Dieses Bild, das hier gezeichnet wird, dass man, dass einfach die dass einfach alle so irgendwie miteinander leben und sich dann etwas Gutes entwickelt. Das ist, das ist einfach wieder natürlich. So ist der Mensch einfach nicht. Ja, D man kann die Realität zwar leugnen, aber es wird einen natürlich auf jeden Fall einholen. Deswegen ist ja, ist ja ein nobler Gedanke mit dem äh, Libertarismus, aber der sich exakt wie du, wird nicht passieren, weil es immer ein paar Individuen geben wird, egal wie viele das nun konkret dann sind, aber die nun mal anders denken. Das würde tatsächlich nur fun funktionieren, wenn die Menschen Maschinen wären. Wenn die hundertprozentig verlässlich wären und wenn die alle nur nach edlen Motiven handeln würden, dann würde das funktionieren. Dann würde vielleicht auch Demokratie funktionieren. Aber so, so geht es eben nicht. Ja, genau. Ja. Bräuchtest du ein vereinheitliches Gedankenkollektiv oder halt äh, im ganz kleinen Kreise? Aber ja. in, se selbst da halte ich es auch schon oft für unrealistisch. Ja. Ja. Ich automatisch Oh, schon wieder gleichzeitig. Ah, wir gleichzeitig. <laughs> okay, ja, das ist interessant. Dein Menschenbild ist im Wesentlichen so: der Mensch ist an sich strebt er schon zum Richtigen, nur die Verführer haben ihn zum Falschen geführt. Und ich bin eher. Ja, genau. Jetzt, Das ist ja der Punkt. Die Verführer haben ihn zum Falschen verführt. Das ist ja genau der Punkt. Das heißt, er anerkennt ja, dass es diese Sorte Mensch gibt. Und genau aus diesem Grund kann das, was er äh, propagiert, nicht funktionieren. Also klar, der Schattenmacher hat ihn jetzt darauf gestoßen, aber das ist mhm. ja der Punkt, das ist der springende Punkt. Warum die Utopie von Polytopia nicht funktionieren wird. So auf der, auf der Schiene, dass die Menschen streben oft nach allem, oder das ist sehr, sehr, sehr randomisiert. Äh, und die hö Menschen höherer Qualität haben die Tendenz dazu, Besseres anstreben zu können. Äh, einige tun es nicht, ähm, aber dass sich diese Idee dann durchsetzen müssen. Also ich, ich, ich sehe da nicht so. Ich vertraue nicht auf das, ähm, auf die natürlich, auf, auf, diese, auf dieses gute Element im Menschen. Mhm. Oder auf dieses äh, genau. Element im Menschen, auf das man sich vertrauen kann, dass er die Entscheidungen trifft, die du gerade beschrieben hast. Das glaube ich nämlich nicht. Also ich sehe das an den Kinokassen, ja? Äh, ich, ich glaube einfach nicht, dass ja, na für Jahr für Jahr Filme wie Avatar zwei, drei Milliarden einnehmen und das nur daran liegt, dass die Menschen sozusagen mit Werbung vollgepumpt voll, voll werden. Ich sehe ja auch Werbung auf YouTube und ich sehe mir den Scheiß dennoch nicht an. Wie kommt es, <laughs> das, dass ich es nicht tue, dass ich dagegen immun bin, in gewissem Rahmen, und die anderen sind es so, we so wenig, so ne sind es nicht. Wie kann das sein? Herr Schattenmacher ist immun gegen Avatar. Ja, ja das können wir jetzt <laughs> auf jeden Fall mitnehmen. <laughs> Ich glaube, das kann einfach durch die Sozialisierung sein, natürlich. Also, jeder tickt anders. Es gibt Menschen, du bist halt, schau, du bist ja kein durchschnittlicher Mensch. Du bist ja nicht irgendwie, sag ich mal, so in diesem System gefangen, von, im System der Gedanken. Du machst dir deine eigenen Gedanken, du denkst kritisch über das System nach, in dem du lebst. Das machen die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen wurden schon durch die Schule gebrochen und durch die Medien und durch verschiedene andere äh, Beeinflussungen. Und die, ähm, ja, denken jetzt anders. Die denken jetzt, die, die glauben jeden Scheiß. Denen kannst du so I support the current thing quasi, weißt du? So denen kannst du alles einreden. So, oder es gibt nicht nur dieses I support the current thing. Es gibt auch I'm against the current thing. Ja? ich würde beide dazu zählen. Okay, da muss ich ihm jetzt aber äh, definitiv zustimmen und eben, dass, dass die äh, Schulerziehung die Leute auch dem entgehen bricht. Ähm, ich denke halt, es ist mal so eine Mischung aus deiner eigenen Veranlagung und dann wie, wie schnell du halt durch die, die Umweltfaktoren äh, beeinflusst werden kannst. Deswegen sagt ja der Schattenmacher auch gerade, bei ihm gehen die Werbungen mehr oder weniger ja dran vorbei. Aber ja. äh, Leute, die so eine Veranlagung nicht haben und da natürlich auch Erziehung im Kontext, die werden natürlich schnell gebrochen und den kannst du alles sagen. Das ist ja dieses I support the current thing Meme. Und genauso wie es die Leute gibt, die äh, immer einfach alles ablehnen, äh, was von, von der Gesellschaft, vom Mainstream jetzt vorgegeben wird. Völlig egal, worum es geht, weil wir müssen immer dagegen sein. Gut, da kennt man ja, ja auch so ein paar Prototypen. Ja, ja, ja. So, das sind für mich die gleichen Leute. Ja. So, diese, die immer dagegen sind und diese, die immer dafür sind. Ähm, ich, ich nenne sie Pseudolinke und Pseudorechte. Ja. so die, die schl schlagen sich permanent die, die, die Fresse ein wegen gar nichts in Wirklichkeit so Erneut, wie werden gesagt, irgendwelche ich Kulturkämpfe ich geführt die keinen Sinn ergeben kann da wieder mit vielen mitgehen da muss ich noch einmal kurz einhaken ähm, der Erwin spricht ja extrem oft von pseudo Linken er meint damit ja unter anderem diese ganzen Woken die ganzen Grünen mhm. Und er nennt Rechte immer im Zusammenhang mit Pseudorechte. Hast du schon mal äh, verstanden oder raushören können, was er jetzt einen Unterschied zwischen Pseudorechten und Rechten setzt? Oder gibt es für ihn gar keine normalen Rechten? Da bin ich nicht nee. ganz sicher. Das weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich auch noch nicht rausgehört. Das müssen wir dem mal in Twitter im Kommentar fragen. <laughs> mhm. Das Ding ist halt, ich glaube äh, Kundera, ein, ein, ein tschechischer Schriftsteller, hat mal geschrieben. Äh, sucht man eine Definition für Liebe, dann ist das Macht zu besitzen über andere, die man nicht ausnutzt. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir es mal ein bisschen kitschig formulieren wollten, dass ja, das ein kann. Aristokrat, der sein Volk tatsächlich liebt, in diesem Sinne das Beste ist, was den Leuten passieren kann. Im Sinne von ein Aristokrat, der Werte vertritt, die den Menschen langfristig gut tun, die eine stabile Gesellschaft garantieren, die ihn kulturell aufblühen lassen würden, dass er diese Entscheidungen, die dahin führen, für sie trifft, weil sie das selbst nicht können und weil sie selbst zu sehr leicht abgelenkt werden. So der Aristokrat, der die Kapazitäten dazu besitzt, oder der, der, der sich eigene Gedanken macht, das nicht tut, sozusagen, und die Menschen verführt. Möglicherweise haben wir das gerade, die falschen Eliten. Das ist, das, das ist der Untergang. Ich glaube aber nicht, ich glaube einfach nicht daran, dass der durchschnittliche Mensch die Kapazitäten dazu besitzt, diese weitreichenden kulturell oder kulturdefinierenden Entscheidungen ständig selbst zu treffen. Das, ich sehe das nicht. Also ich glaube nicht, dass ein Mensch die Kapazität hat, ein guter Aristokrat zu sein. Ich glaube niemand, der so viel Macht bekommt und äh, so viel Verantwortung über andere Menschen, kann ein guter Mensch bleiben oder kann ein niemand schafft das eigentlich. Es ist ja? schwer. Ich will aber nicht sagen, dass es niemand schafft. Und ich wäre auch bereit, ich wäre bereit, mich auf dieses Experiment einzulassen, auch unter der Bedingung dass ich nicht ganz oben stehe. Ich wäre bereit. Ah ja, jetzt, jetzt geht es langsam so in diese in, in diese Staats- und Gesellschaftstheorie, wo es dann auch um Demokratie und so geht. Mhm. Ja, also ich glaube, ich, ich verstehe, was äh, Erwin da sagt, dass er sagt, das kann keiner verkraften. Es kann niemand äh, für immer quasi. Ähm, Frei von jeglicher Art von Korruption sein. Aber das sehe ich auch eher wie Schattenmacher. Ich glaube schon, dass man das kann. Wenn einem, wenn das in einem liegt, äh, glaube ich schon, dass das geht. Da würde ich auch sagen, da bin ich auf jeden Fall auch auf Schattenmachers Seite, weil ähm, auch diese, diese Annahme, dass äh, die Aristokratie unter der Bedingung, du hast da eben denjenigen, der es wirklich ähm, gut meint, mit seinesgleichen, mit seinem Volk, da gehe ich ja auch mit, dass das natürlich dann das Optimum wäre. Und dass es Menschen gibt, die eine, nennen wir es jetzt, Veranlagung oder was auch immer haben, um diesen Weg gehen zu können, sehe ich auf jeden Fall so, weil da, da, da Erwin ja das komplett ablehnt und sagt, äh, keiner hat da die. Veranlagungen führen, dass alle korrumpiert werden, das sehe ich nicht so. Nee, die hm. Diskussion, die hat man ja immer wieder. Ähm, ja, du hast recht, das letzte Drittel geht ja jetzt in die Staatsphilosophie. Da wäre ja jetzt mein Vorschlag, wir halten das wie letztes Mal und dass wir dann das äh, dritte Drittel dann quasi nochmal einzeln machen, weil ich glaube, sonst geht das nachher bis Mitternacht. <laughs> ja, ja wir, haben, wir haben ja schon zwei Stunden zwölf wieder zusammen. Ja, und wir haben wieder eine mehr oder weniger halbe Stunde von dem Gespräch geschafft. Also quasi wie letzt, das letzte Mal. <laughs> ja, diesmal sind wir, glaube ich, sogar ein bisschen weitergekommen, weiter ne? Also, ja, du, du, du bist mit deinem Kanal offenbar sehr viel effizienter. Das grenzt ja schon fast an, an digitalem Kapitalismus. <laughs> So schnell kann es gehen, genau. genau. Ja. ja, so können wir das gerne machen. Dann sind jetzt noch ähm, 30 Minuten, etwas mehr als 30 Minuten übrig. Ja, 24-Stunden-Stream, Kurdi, das kannst du vergessen. mache ich nie mehr. <laughs> ja, habe ich jetzt ja auch gerade hinter mir. Diesmal sogar ja. geschafft, zum Glück. Ja. Echt? Oh, mein Gott. Also hattest, hattest du auch zwischen äh, 4 und 6 Uhr morgens die schwierigste Zeit? Nee, das war bei mir komischer. Also ich hatte so zwischen elf und zwölf, elf und zwölf hatte ich so einen Anflug von, äh, äh, von Stimmterror. Ich hatte Halsschmerzen ohne Ende. Und dann ging es aber auf einmal wieder. Und die ganze Nacht durch war ich topfit. Ich glaube, wie lange hatte ich gemacht? Bis um zehn oder bis um elf. Und die letzten beiden Stunden waren der pure Horror. Ne? Kurz vorher dachte ich noch, das hast du ja wunderbar überstanden, gar kein Problem. Und die letzten ein bis zwei Stunden waren einfach ätzend, echt ätzend. <laughs> ja, das, ich hatte, dass es am Ende wieder etwas besser wurde, aber ähm, irgendwann kam dieser tote Punkt und wenn man den einmal hinter sich hat, dann geht das ja meistens. Ja. Ja. Wie oft hast du jetzt vor, dann können wir direkt die Ankündigung machen, wie oft hast du jetzt im Jahr vor, einen 24-Stunden-Stream zu machen? <laughs> ich mache keinen mehr. Also ich habe es jetzt, jetzt nicht mehr vor. Erstmal okay. nicht. Ich werde jetzt das wahrscheinlich einmal im Jahr machen, nämlich immer wenn ich hier das Jubiläum quasi habe als einjährige weiter. Ja, so ja das. macht das. Ja, oder man macht sowas mit äh, Staffelstab, dass man 24 Stunden streamt, aber dafür ein anderer dann, weiß ich nicht, vier, fünf Stunden übernimmt. Sodass man den Stream quasi übernimmt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also, ich wollte eh vorschlagen, wenn ich den nächsten 24er mache, können wir ja gerne zwei Stunden, wenn du Lust hast, da rein investieren, dass wir uns wieder unterhalten. So, dann haben wir hier ja, auch nicht nur Gaming. Das können wir gerne <laughs> machen. Ja, was hast du da ja 24 Stunden am Stück gespielt, ja? Also, wenn ich jetzt die Essenspausen <laughs> abrechne, kurz Musik zwischendurch, ja, doch. Ich habe es ah. extra so gelegt, dass ich nachts die Sachen gespielt habe, die mich für eher wach halten, sagen wir so. <laughs> ja, aber hier kommt ja gerade ein guter Vorschlag. Keine 24 Stunden, sondern 48 machen. Ja, wenn schon, denn schon. Ne? Wir müssen das ja toppen. Genau. Genau. Ja, oder wir wechseln uns ab. Wenn der eine fertig ist, macht der andere die 24 <laughs> und der andere moderiert. Genau. Ja, können wir gerne machen. Also nicht das, aber <laughs> das, <sag lacht> das ich mehr. bei den 24 Stunden da irgendwie was zusammen machen. Das können wir gerne machen. Ja, und wir finden ja bestimmt zeitnah noch einen Termin, dass wir dann quasi das, den, den dritten Teil dann jetzt hier aufnehmen, ne? Ja, denke schon, das kriegen wir hin. Ja, wir können es ja auch gerne so machen, dass wir das immer mal abwechselnd auf der einen und auf der anderen Plattform so, sehen auch mal ein paar Leute, die nur auf YouTube sind, dass Twitch gar nicht so schlimm ist. Mhm. Ja, das können wir so machen, wechseln wir einfach ab. Ja, weil das Thema ja auch kurz auf deinem Kanal mal angesprochen wurde, kann ich tatsächlich beurteilen, dass ich finde, dass auf Twitch, äh, was, was rein Politik betrifft, sehr wenig zensiert wird. Nur hm. die Wortwahl ist hier halt sehr entscheidend und so bestimmte Begrifflichkeit. Wobei ich denke, auf YouTube ist das eh nicht komplett anders. Ne? Ja, ja. Ja. Das ist ähnlich. Ja, ich bin halt, ich habe bei YouTube angefangen, deswegen werde ich da jetzt auch bleiben. Ich habe hier jetzt bei Twitch zwar auch einen Kanal mit, ich weiß nicht, 50 Abonnenten oder so, aber ich habe hier schon seit über einem Jahr nichts mehr gemacht. Ich denke auch, wenn man auf YouTube eine anständige Reichweite hat, dann macht es ja auch überhaupt keinen Sinn, dann ja. zu Twitch zu gehen. Auf keinen Fall. Ne? Ja. 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 ja, gut, du bist hier zu Hause, bleibst einfach hier, ganz einfach. Das sowieso. Ja, dann hoffe ich, die Zuschauer, den, den Zuschauern hat es gefallen. Es wurde ja auch einiges äh, diskutiert im Chat. Ich habe jetzt versucht, alles zu überfliegen, aber ganz alles hat nicht geklappt. Und vielen Dank, Kurdisch, für die bar natürlich immer wieder. Ne? Und ähm, ja, genau. Und ich hatte gestern versprochen, das zu sagen: alles Gute zum Geburtstag an den Chat-Troll. Da habe ich diese Bürgerpflicht auch erfüllt. Und ja, und die Leute, die jetzt das erste Mal hier sind, ähm, ich versuche ja mit meinen Inhalten eben, eben so ein bisschen die Leute aus dem Mainstream zu erreichen und hier so in einem relativ gemäßigten Tonfall eben auch über unsere Themen und ähm, ja, Gedankenwelt zu sprechen, wer das sich gerne öfters mal anschauen möchte, mache ich, ich mache das ja hier quasi täglich. Ja, gut, Frank, dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute und vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich freue mich schon auf die dritte, das dritte Drittel quasi, ja. Ja. Gerne, habt mir, Hab mir gut gefallen, wie immer. Das habe ich gehofft, das habe ich gehofft. Sehr gut, in dem Sinne, ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Und vielleicht sieht man ja den einen oder anderen dann morgen Abend um 18 Uhr hier wieder. In dem Sinne, adios. Gute Nacht.